Hallo und herzlich willkommen zur Amazing Wochenschau, zur Ausgabe 146 auf redpotion.de, euer Podcast für alle gaming-relevanten News, die in der Woche so anfallen. Mit dabei die Woche, ganz überraschend, ist der Frosch. Hallo. Und der gute Rasel. Hallo. Und jetzt wirklich überraschend, nach 3 Wochen Abstinenz, einem Monat vielleicht schon. Oh, das ist sogar länger. Hallo, hallo. Es tut gut, hier zu sein, auch wenn das hätte nicht optimal ist. Ah, ihr wisst gar nicht, der hat vorher über euch alle gemeckert. Ja. Immer, natürlich. Ja, ich habe Intel, dass er sich darüber aufregt, den Podcast, den man machen möchte. Blisterschwester, der so. Ja. Nee, also alle wieder da, ganze Bande versammelt und das trifft sich gut, denn wir haben einen richtig vollen, dicken Podcast mit einem Haufen Streitthemen und Themen generell, die man besprechen kann. Und das erste davon ist was tatsächlich mit einer der schönsten News ist, die man wahrscheinlich sich in Deutschland wünschen kann, nämlich die USA möchte in Zukunft Spiele ein bisschen besser unter die Lupe nehmen und dann individuell darüber entscheiden, ob Hakenkreuze in diesem Spiel erlaubt sind, also wenn das Zweite Weltkriegsspiele sind, wo Hakenkreuze Sinn machen, einzubauen oder so. Also heißt nicht automatisch, dass jedes Spiel das sofort kriegt, aber in dem Moment, wo es einen gewissen, eine Adäquanz hat, also wo es Sinn machen würde, das zu haben, ohne dafür jetzt einfach nur rein polarisierend zu sein, ohne wirklich einen Zweck, Nazis da einzubauen, dann wird das wahrscheinlich ein bisschen anders laufen. Aber wenn man zum Beispiel historische Spiele hat, wie man zum Beispiel beim Attentat 1945 gesehen oder 44, 42, irgendeine 40er-Zahl, da würde das zum Beispiel sehr viel Sinn machen, einzubauen. Und das könnte man ab sofort dann auch einfordern, bei der USK einreichen und könnte, hat hohe Chancen, dass das halt durchkommt. Es ist ja im Grunde fast schon eine Art, man hat quasi das Urteil von 1998 so ein bisschen, in Anführungszeichen, revidiert, nicht im eigentlichen Sinne, aber die obersten Landesjugendbehörden, die eigentlich der USK drüber stehen und die eigentlich im Grunde alles, was die USK macht, halt absegnen müssen, haben jetzt entschieden, dass die USK trotz dessen, dass das Urteil von 1998 bezüglich Wolfenstein 3D etwas anderes behauptet hat, dürfen sie halt die Sozialadäquanzklausel nutzen von Paragraph 86a Absatz 3 StGB. Das heißt, theoretisch sind natürlich verfassungswidrige Symbole wie halt natürlich Hakenkreuze, Siegesrunen und selbst der Hitlergruß und solche Sachen sind in Deutschland verboten. Die darfst du nicht öffentlich nutzen und solche Sachen, dürfen wir auch Produkt nicht nutzen. Aber es gibt halt diese Extra-Klausel, die sagt, dass das halt, wenn es um Kunst und Wissenschaft geht, um die Forschung, um die Lehre, um Berichterstattung und solche Sachen, kann das dennoch vorkommen und genutzt werden in einem öffentlichen Rahmen. Deshalb zum Beispiel auch Filme und so weiter fallen ja im Grunde fast alle darunter im Großen und Ganzen. Also selbst so Filme wie Inglourious Basterds, was nun kein Historienfilm oder so ist, sondern pure Unterhaltung ist, dürfen halt Hakenkreuze zeigen, weil sie halt Kunst sind. Bei Videospielen war das bisher nicht der Fall, denn das Urteil von 1998 bezüglich Wolfenstein 3D hat der Richter damals, das Frankfurter Gericht war es, glaube ich, hat das gar nicht erst betrachtet, sondern gesagt, okay, Spiele sind keine Kunst, tschüss, das dürft ihr nicht nutzen. Und seitdem hat sich die USK daran gehalten und alle Spiele, die halt ein Hakenkreuz haben, wurden direkt abgelehnt. Das ist jetzt in Zukunft anders, wenn jetzt ein Publisher ein Spiel einreicht, bei dem Hakenkreuze vorkommen, kann die USK das prüfen und entsprechend halt diese Sozialadäquanzklausel entscheiden, ob das tatsächlich darunter fällt oder ob es halt dennoch abgelehnt wird. Das wird natürlich jetzt der Fall, wird sich zeigen, welche Spiele darunter fallen und welche nicht. Denn grundsätzlich kann nicht jedes Spiel einfach gesagt werden, ja gut, das ist ein Hakenkreuz, ist ein Videospiel, ist Kunst, also kann Hakenkreuz drin vorkommen. Das ist ein bisschen schwieriger bei Videospielen. Ich würde jetzt sagen, wie gesagt, sowas wie Attentat 1949, also dieses aus Tschechien stammende Adventure, das sich mit der Historie beschäftigt, das dürfte wahrscheinlich ohne Probleme, weil es einen historischen Kontext bietet, durchkommen. Selbst Wolfenstein 2, The New Colossus und Wolfenstein 1 und solche Sachen, die könnte theoretisch, wenn Bethesda das möchte, neu einreichen, die Originalfassung, und das könnte die USK auch darunter fallen lassen, weil es gibt einen bestimmten historischen Kontext und in dem Fall werden halt das Hakenkreuz und so weiter nicht glorifiziert oder sowas. Anders könnte es da sein, zum Beispiel bei jetzt sagen wir mal so mal einen ganz klassischen Multiplayer-Shooter, wo es nur diesen Multiplayer-Kontext gibt, wo halt Deutschland zum Beispiel gegen Amerika kämpft, so im Zweiten Weltkriegs, und die Deutschen wären dann unter den Hakenkreuzer zu sehen. Da fehlt dann etwas vielleicht der Kontext, und da können die USK dann sagen, ja, das zählt halt nicht darunter.
Oder vielleicht nur für einen Teil, für einen Story-Part oder also so? Also natürlich für den Singleplayer, ja. Weil ein Singleplayer hast du auf einmal eine Geschichte, du hast einen Kontext, wird eingeordnet. Ein Multiplayer hat in der Regel keinen Kontext. Es ist einfach nur so Kampf A gegen B, ohne dass etwas entsprechend eingeordnet wird oder es einen entsprechenden Kontext in dieser Art gibt. Da muss dann die USK natürlich entscheiden. Und das, sie sagen ja auch selbst in ihrer Pressemitteilung, dass sie anfangen halt noch jetzt das mal schauen, wie das so ist. Man wird sich natürlich an den Filmen und anderen Bewertungen seitens der FSK und Co. halt ein bisschen orientieren, die das ja bisher schon seit Jahren machen können, wird man sich ein bisschen orientieren, aber man muss natürlich erstmal gucken von Fall zu Fall, wie das ausfällt. Ja. Gut, das ist halt das Schöne, wenn du dann, da kannst, also gerade bei Filmen gibt es ja relativ viele, sagen wir mal, Trash-Filme, die sich trotzdem verfassungsfeindlichen Symbolen bedienen. Auch Hollywood Trash-Filme und wenn man sich an den Maßstäben hält, wie an den Filmen, dann sollte eigentlich fast jedes Spiel durchkommen. Ja, wie gesagt, es kommt immer auf den Kontext. Auch mal selbst Trash-Filme können einen Kontext bieten. Es gibt eine Geschichte. Ein Multiplayer-Spiel bietet in der Regel keine Geschichte. Ja, yeah, das stimmt, schon klar, aber... Es gibt zum Beispiel den Fall von Skate 2 aus 2009, das musste in Deutschland zensiert werden, da eine Modemarke im Spiel existiert, die eine Siegkrone im Logo trägt. Ist in Deutschland verboten. Jetzt könnte man natürlich sagen, kommt das durch? Wahrscheinlich eher nicht, weil es für diese Rune einfach keinen Kontext gibt, sondern die ist einfach nur Teil dieses Modelabels. Mhm. Da wird es halt sehr interessant sein, wie viele Spiele da am Ende drunter fallen und welche halt nicht. Dennoch ein wichtiger und vor allem wegweisender Schritt für die gesamte deutsche Games-Branche. Auch mal gucken, wie viele Publisher überhaupt solche Anträge stellen, ne? Mhm. Also hast du ja immer die Gefahr, dass es abgelehnt wird und die wollen ja erstmal auf jeden Fall Veröffentlichung. Genau. Steht dann wirtschaftlicher Schaden, wenn sie es nicht veröffentlichen dürfen. Ich bin halt sehr gespannt, wie es halt bei Bethesda ist. Die haben ja wie gesagt mit Wolfenstein 1 und Wolfenstein, also Wolfenstein The New Colossus und Wolfenstein The New Order halt zwei Spiele, die entsprechend in Deutschland halt angepasst worden sind und das weit über den normalen Zweck hinaus, da wurden ja einfach nicht nur Symbole geändert, sondern komplette Dialoge, komplette Story-Teile wurden halt wirklich von ihrer Bedeutung her deutlich geändert. Wir erinnern uns an Herr Heiler und Co., die hat doch im Deutschen sehr anders ausfallen als in der internationalen Version. Da dürfte es spannend sein, ob Bethesda halt da die beiden Spiele nochmal einreicht zu einer erneuten Prüfung. Kostet halt ein bisschen Geld, natürlich, klar, aber das ist halt für, glaube ich, 1200 Euro zusätzlich Mehrwertsteuer. Ist halt nicht sehr viel, aber dennoch ist halt nochmal ein bürokratischer Aufwand, ob die das nochmal einreichen und was dann, jetzt nehmen wir an, beiden Spiele werden halt gesagt, okay, ihr fallt da drunter, ihr könnt sie halt international veröffentlichen, also eine internationale Version veröffentlichen hier in Deutschland mit den Hakenkreuzen und so. Wie das für einen potenziellen dritten Wolfenstein-Teil dann ausfällt. Weil du hast jetzt schon zwei Teile gehabt, die wahrscheinlich sehr viele deutsche Spieler in der deutschen Version erlebt haben mit der entsprechenden Anpassung. Ob man dann in der dritten Version sagt, okay, wir machen das jetzt nochmal, damit es einheitlich ist, oder wir sagen einfach, fuck it, wir bleiben jetzt bei unserer internationalen Version und sparen uns den Aufwand. Da muss man halt echt gucken. Ja, nichtsdestotrotz eine schöne Zukunft für Deutschland. Wir haben endlich wieder Hakenkreuze. Ja, es gibt ja auch schon. aus der Branche gibt es ja auch schon Reaktionen. Also anscheinend Battlefield 5 wird zum Beispiel wahrscheinlich nicht im Multiplayer-Modus mit Hakenkreuzen oder Biene, wo es im Zweiten Weltkrieg spielt, sondern wird halt wahrscheinlich so international bleiben, dass dort einfach die bisherigen einfach Austauschsymbole wie die Kreuze und so weiter geboten werden. Ubisoft schließt sich ganz normal an, sagt einfach so, wir bleiben wie beim Bundesverband Game, der das natürlich sehr begrüßt, wie die USK jetzt handeln darf. Bei Attentat 1942 haben wir schon gesprochen, die arbeiten jetzt an einer deutschen Version, die fast fertig ist und die wird man halt natürlich mit den Hakenkreuzen weiter einreichen und ich nehme an, das wird wahrscheinlich problemlos durchkommen. Aber das haben wir ja auch, die deutsche Bischofskonferenz sagt auch, ist eine richtige Entscheidung. Selbst Gott ist für uns. Da haben die nur Kreuz gelesen. Also, und dann... Ja, die haben schon Hakenkreuz gelesen, das passt schon bei den Katholiken. Das ist denen ja egal, oder? Finden die gut. So, kommen wir zum nächsten Thema und das kommt von einem, naja, eigentlich so gut ist das trotzdem nicht, das hat einen kurzen Übersinn, aber von einem eigentlich schönen Thema für Spieler zu einem schlechten Thema für Angestellten bei Spielerfirmen, zumindest bei einer großen, nämlich Riot Games. Und das ist jetzt tatsächlich ein heikles Thema mit sehr vielen Minenfeldern, denn es geht darum, dass alles bei Riot Games oder vieles bei Riot Games nicht so tutti-frutti ist, wie man das vielleicht von außen hin sehen mag. Denn da gibt es wohl einige Probleme in der eigenen Riege bei den Entwicklern und ja, sonstigen Leuten, die halt eben dort arbeiten.
im Sinne von Sexismus und einigen Problemen, die am Arbeitsplatz eben zu Übergriffen führen und so weiter und so fort. Also das klingt jetzt alles brutal und so wie sich das auch aus einigen Quellen zusammengeführt hat von Leuten, die das auf Twitter von Leuten haben, die wirklich bei Fulbright gearbeitet haben und nicht nur irgendwelche Attention People sind, ist das sogar alles noch viel härter, als man sich das vorstellen kann. Denn zum einen, ich meine, gut, ich meine, das ist so 2018, einen dummen Spruch kann man immer bringen, zumindest darf man es nicht am Arbeitsplatz mehr, aber ist okay, aber es geht darüber hinaus noch weiter, nämlich zum Anfassen von gewissen Körperstellen, die nicht okay sind, bis, wobei dann auch wieder die Definition von dem bösen R-Wort, oder zumindest im Deutschen dann Vergewaltigung, die Frage ist, wie weit das ging, aber nichtsdestotrotz natürlich vollkommen nicht okay am Arbeitsplatz oder generell nicht okay, macht man nicht. Und genau, darum geht es letztendlich, dass dieser Kotaku-Artikel sich letztendlich investigativ mit diesem Thema auseinandersetzt, mit einigen Frauen und Ex-Mitarbeiterinnen und vielleicht auch Ex-Mitarbeitern. Auch Ex-Mitarbeitern, sich unterhalten hat. Und es geht halt darum, dass halt kein Respekt gegenüber Frauen oder vielen anderen Dingen existieren, plus halt eben auch eine fehlende Organisationsstruktur, die in irgendeiner Form Sinn macht oder das verhindert. Hier wird zum Beispiel am Anfang direkt von einer Dame namens Lacey geredet, die eben ja anscheinend, also wo das nicht so lief, aber letztendlich wollte sie sich hocharbeiten, was halt einfach nicht funktioniert hat, weil man sie halt nicht respektiert hat, was halt für wenn man in einem Management möchte, eine sehr wichtige Position wäre, wenn aber oben eben nur Männer sitzen, die nicht denken, dass sie mehr kann als gut aussehen, was man ihr wohl auch so gesagt hat, dann ja, dann ist das halt nicht okay, weil da sollte man nach Fähigkeiten bewertet werden. Und ja, das geht halt noch weiter mit vielen anderen Leuten, die sich eben dazu melden, dass Riot Games halt eben grundsätzlich eher eine Art Männerkultur, Pro-Culture ist, als dass es da wirklich tatsächlich ein festes, vernünftiges, laufendes Unternehmen ist. Obwohl mit teilweise echt sehr fast schon widerwärtigen Sachen, also es gibt dann noch einen Blog-Eintrag von Megan Marie, die für ein halbes Jahr in Riot Dublin war. Also es ist nicht nur die US-Stelle von Riot Games, sondern tatsächlich auch die halt in Europa stellige Sache. Die hat dort ein halbes Jahr gearbeitet und da gab es halt auch ähnliche Sachen, dass Frauen sehr ungeordnet waren, es teilweise Berichte gab halt, dass Männer sich natürlich hauptsächlich mit Schreien teilweise wirklich kommuniziert haben. An ihren ersten Arbeitstag seit sie gekommen und bei Riot Games ist es so, dass die Mitarbeiter werden halt dazu engagiert, motiviert halt dazu, dass sie auch während der Arbeitszeit durchaus oder in der Mittagspause mal ein, zwei Runden LOL spielen und dass selbst dort Leute sich halt gegenseitig anschreiben mit Cocksucker, Motherfucker und all solche Sachen auf dem Arbeitsflur, was halt schon sehr krass ist. Und solche Dinge und das hat teilweise halt ein männlicher Mitarbeiter oder ein männlicher Mitarbeiter, der gerade neu war, wurde halt vor seinen Augen mehrmals gesagt, wie am liebsten er bei der nächsten Sache halt rangenommen werden soll und all solche Dinge. Das ist echt schon eine Arbeitskultur, wo ich nur denke, what the fuck? Wenn ich jetzt in eine neue Arbeitsstelle kommen würde und die ersten Dinge, die ich höre zwischen Mitarbeitern, sind halt irgendwelche Beleidigungen, wäre das wahrscheinlich schon ein Grund zu sagen, okay, ich drehe dann doch halt lieber wieder um. Ich bin damals ins CS gekommen, als Xaris und Hugo LOL gespielt haben. Ja, zum Beispiel. Ich meine, vor allem, wir reden hier von Riot Games, einer Firma, die mit League of Legends natürlich ein Spiel hat, deren Community oder Spielkultur schon über Jahre hinweg sehr toxisch war und Riot Games versucht sehr viel dagegen anzukämpfen. Aber wenn man das so teilweise hört, was jetzt so aus den Kotaku-Artikeln hervorkommt, dass, wo man sagen muss, das sind nicht nur einzelne Frauen, sondern es sind tatsächlich über 20 Quellen, die die Kotaku-Autorin halt befragt hat. Und dann gab es halt noch, wie gesagt, sehr viele Leute auf Twitter und Co., die halt ihr zugestimmt haben, gesagt haben, ja, das ist halt so wirklich tatsächlich bei Riot Games. Unter anderem zum Beispiel Riot Games Iron Stylus, den vielleicht der ein oder andere den Namen vielleicht noch kennt, der früher auf Reddit sehr viel aktiv war und sich der auch gesagt hat, ja, sowas hat man durchaus mitbekommen. Da merkt man schon, dass wahrscheinlich wenn schon in der Firma diese toxische Kultur gelebt wird, ist das vielleicht auch nicht gut für das Produkt selbst. Egal, wie viel man da vielleicht versucht, aber wenn das halt schon von oben hinweg halt tatsächlich durch die gesamte Firmenkultur geht, was natürlich auch ein Nachteil ist, dass Riot Games selbst sagt, wir möchten hauptsächlich Spieler einstellen, Gamer einstellen, wie sie selbst sagen, Core-Gamer. Und wir wissen alle, dass manche Core-Gamer nicht die beste wahrscheinlich Erziehung genossen haben in Sachen Benehmen. Ja. Das hat echt ziemlich, ziemlich krasse Sachen. Und ich denke mir wirklich sowas, wo ich denke, ich kann es verstehen, wenn einige Leute
wenn sie sowas hören, einfach sagen, dann möchte ich ja doch nicht in dieser Branche arbeiten. Vor allem natürlich Frauen, aber auch ich jetzt männlicher, sogar als männlicher Weißer, sag ich mal so, würde halt echt nach solchen Berichten echt ungern dort arbeiten wollen. Das hat ein Riesenproblem in der Spielindustrie immer noch, leider. Vor allem nicht nur Spiele, also ich glaube, das ist insgesamt der Tech-Bereich, Silicon Valley und Co. Ich meine, es gibt natürlich, selbst bei Google, was ein sehr inklusives Unternehmen ist, gibt es ja auch mal durchaus Leute, die über die Stränge schlagen, aber der Unterschied ist, dass bei Google halt in der Regel solche Leute, wenn es publik wird, sehr schnell gefeuert werden. Bei Videospielfirmen dauert das manchmal noch ein bisschen länger. Ich fürchte, das ist halt ein Problem typischer Männerdomänen. Das ist halt, ne, da wo halt hauptsächlich Männer arbeiten, warum auch immer das jetzt der Fall ist, da kann man ja viel drüber diskutieren, aber dass dann dort der Ton sehr schnell sehr rau wird. Und ja, das ist natürlich in der Videospielbranche genauso wie auf dem Bau oder so. Ja, aber ich bin jetzt, sag ich mal so, wie gesagt, ich bin halt auch des männlichen Geschlechts und würde dennoch nicht arbeiten wollen, weil mir diese Kultur echt nicht ist. Und das ist so. Also mich wundert das jetzt nicht sonderlich. Mich wundert es nicht, aber es ist halt dennoch traurig, dass sowas immer noch ist und dass man, dass es dann seitens der Vorstandsführung oder der Vorstandsleute halt einfach nicht entsprechende Gegenmaßnahmen versucht werden einzuleiten. Oder dass aber wahrscheinlich sind halt diese Leute dort oben auch nicht unähnlich zu dieser Kultur. Ja. Und das ist halt auf Dauer ein Problem. Das ist immer ein Problem. Genau, man muss halt schauen. Das ist auch das, also es ist ja ganz schwierig, was dagegen zu machen. Weil, mein, natürlich, wenn du sie jetzt fragen würdest bei Riot, dann würden die sagen, ja, natürlich ist das nicht erlaubt, sich so zu verhalten. Und wahrscheinlich sagen die das auch firmenintern so, aber es folgen ja keine Konsequenzen. Genau, die Frage ist dann nochmal, was für Konsequenzen sollen da folgen? Wie genau soll da vorgegangen werden? Und das ist schon nicht so einfach zu regeln, also. Ja. Ich meine, wenn das einzelne Fälle wären, ja, wenn man merkt, dass wir haben jetzt in diesem Fall bei Riot Games sind das, glaube ich, mittlerweile 28 bis 30 Wortmeldungen im Kotaku-Bericht über Twitter und Co. oder halt andere Beiträge, die vorher gearbeitet haben, dann sollte man vielleicht doch auch als Firma aufmerksam werden, dass vielleicht etwas intern einfach nicht stimmt. Ja, es ist ja nicht nur so ein Ausnahmefall, wo man sagen kann, okay, ist halt scheiße, passieren solche Sachen, sondern da liegt es halt wirklich in der Kultur, grundlegend schon diese Kultur begraben und dann sollte man eventuell versuchen, halt, es gibt genügend mittlerweile Sachen dagegen halt zu steuern. Ja, wenn halt Leute immer noch potenziell nicht hören und wenn halt ich sowas höre, dass halt einer der Chef, ein Teamchef halt tatsächlich, wenn halt keine Frau anwesend ist, einfach anfängt halt im Konferenzraum rumzufurzen, ist das, wo ich sage, what the fuck? Ja gut, aber weil sowas arbeitest du doch nicht gerne. Sowas würde ich auch sagen, dann muss halt ein knallhart einfach eine Konsequenz geben, wenn das nicht lässt. Aber das ist ja, das ist ja jetzt nicht direkt Sexismus, sondern das ist ja eher. Es geht ja nicht nur um Sex, auch wenn es groß dann natürlich Sexismus ist, geht es ja auch darum, dass tatsächlich auch männliche Mitarbeiter drunter leiden. Genau, das ist halt Toxic Masculinity im Grunde. Ja. Das vor allem, wie gesagt, von einer Firma Riot Games, die eigentlich so nach außen schon seit Jahren versucht halt, dieses toxische Klima innerhalb der League of Legends Community halt zu runterzuregeln, solche Sachen ist, aber dass man intern wahrscheinlich nicht ganz unähnlich ist. Wie gesagt, halt, dass Leute sich selbst auch intern halt mit Schimpfwörtern an den Kopf werfen, wie sonst was beim Spielen. Ich weiß halt nicht, wie repräsentativ das für das gesamte Unternehmen ist, weil Riot Games ist halt ziemlich groß. Also die haben ja, weiß nicht, allein in Europa haben die, glaube ich, mehrere hundert, wenn nicht sogar 1000 Mitarbeiter. Insgesamt hat Riot Games 2500 Mitarbeiter. Natürlich, ja. Das ist der Punkt, aber wenn halt, wie gesagt, wir haben halt nicht nur einzelne Wortmeldungen, sondern halt bis zu 30 Leute, die sich gemeldet haben und die Berichte bestätigen können. Und das ist dann, zeigt ja doch schon, dass das wahrscheinlich nicht nur in einer Abteilung so ist, sondern tatsächlich über den kompletten Bereich hinweg es öfter solche Sachen gibt. Ja. Und wie gesagt, das ist halt so ein Punkt, wo ich echt denke, da verzichte ich halt lieber darauf, in dieser Branche zu arbeiten. Ich kann jeden verstehen, dass halt wirklich ähnlich in sich sagt, sowas möchte man nicht mitmachen, weil sagen wir so in anderen klassischen Firmen ist sowas halt mal schnell, geht es da ganz schön anders um. Ne? Wie gesagt, bei Google zum Beispiel ist halt, wenn sowas publik wird, ist der Typ, der halt dafür verantwortlich ist, sehr schnell gefeuert. Ja, aber Google hat halt auch den Luxus, dass sie sich ihre Mitarbeiter wirklich aussuchen können, ohne. Ja, ich glaube, Riot Games hat das auch. Riot Games hätte das grundsätzlich auch. Wie gesagt, das ist natürlich nicht nur Riot Games. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele Berichte überhaupt von anderen
Videospielen führen kann, wo das relativ ähnlich ist und solche Sachen, dann muss man sich schon überlegen, wo der Fehler liegt. Vor allem, ich denke halt, wie gesagt, allein diese Klausel, dass man sagt, man möchte halt nur Gamer einstellen, egal in welchem Bereich sie arbeiten möchten, ob das jetzt so ein Game Design ist oder ob sie einfach Finanzwesen sind, ist vielleicht schon ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, Gamer sind teilweise etwas sehr schwierig in der Hinsicht. Es gibt auch Berichte halt über einen Vortrag halt von jemandem aus der Riot Games Chefetage, der halt sagt, hey, der über seinen Naxxramas redet und solche Sachen, überall Vorbereitung, und wenn ihr nicht so eine Geschichte habt, dann bekommt eine oder wird gefeuert. Ich weiß nicht, wen juckt, ob er im Finanzwesen irgendwann, weiß ich nicht, World of Warcraft 10 Millionen Stunden gespielt hat, wenn er Hauptsache seinen Job in dieser Richtung gut macht. Ja, weiß ich nicht, aber das ist dann halt Firmenphilosophie, so, da kann man halt nicht. Naja, das ist schon noch ein Unterschied. Ja, aber das Problem ist, naja, wenn die Firmenphilosophie, also so wie Riot Games aufzeigt, werden halt hauptsächlich bei Riot Games Leute eingestellt, die halt entweder Online-Rollenspiele oder Ego-Shooter spielen. Und da ist immer die Dominanz sehr groß bei männlichen Spielern. Sehr viele männliche Spieler spielen Online-Rollenspiele und Shooter. Heißt, du grenzt dich ja von selbst schon ein, welche Leute du einstellst. Ja. Aber das, daraus muss ja nicht konsequent folgen, dass die Leute sich alle nicht benehmen können. Das ist ja was anderes. So. Aber anscheinend benehmen sie sich ja nicht. Ja. Und dann hast du das Problem und dann musst du gucken, wo die sich Probleme sind. Wenn das tatsächlich die Frauen halt teilweise auch in Interviews halt wirklich extrem ausgefuckt werden zu ihren Videospielkenntnissen, während bei Männern einfach gesagt, ja, okay, du hast 6 Jahre WoW gespielt, glauben wir dir. Und eine Frau sagt das und muss dann halt, keine Ahnung, teilweise noch angeben, welchen Char sie wann in welchem Jahr gespielt hat. Merkt man schon so, wo man direkt schon skeptisch ist, nur weil es eine Frau ist. Ja, das ist nicht gut, ne? Das hat ein Problem und das zeigt sich ja dann irgendwann durch die gesamte Firma hinweg. Und wie gesagt, es ist halt nicht, wie gesagt, nicht nur Frauen betroffen, es sind auch männliche Leute betroffen. Es gibt da auch den einen Fall, wo die eine Frau eine Idee hatte für ihr Team, hat die vorgestellt, wurde abgelehnt und sie hat dann eine Woche später ihren männlichen Kollegen die gleiche Idee gegeben. Der hat gleich vorgetragen, gesagt, hey, das ist die Idee, und die haben es auf einmal gefeiert. So traurig. Da weiß ich immer nicht. Also könnte es sein. Ja. Aber man steckt halt nicht drin, weil gerade bei so Ideen vorstellen und so, also kenne ich aus eigener Erfahrung, da geht es halt auch oft darum, in welchem Moment sagst du das, wie bringst du es rüber und so. Wenn aber die Idee, wenn exakt dieselbe Idee vorgetragen aber wird, klar, und wenn sagen, das solche Vorfälle häufen, wie es ja anscheinend der Fall ist, dann könnte da halt schon mehr hinterstecken und das ist nicht gut. Stimmt. Ja. Gut, also Riot Games auch nicht arbeiten, also neben den Leuten von ArenaNet. Ganz doof, nee. Das ist anscheinend echt ein Riesenproblem, vor allem natürlich in diesen US-Firmen ist anscheinend sehr öfters betroffen. Dankeschön. Aus einer europäischen Firma hat man es ja eher weniger, wie Ubisoft und Co. Also mit den europäischen Ubisoft-Studios ist das doch eher seltener zu hören, auch wenn man sich ausstellen kann, dass das vielleicht dort ähnlich ist. Und ich glaube, gab es nicht bei Crytek auch mal solche Berichte? Ja, Crytek hat auch. Aber Crytek war ja sowieso so eine Firma, die da lief nicht immer alles rund. Aber man muss sagen, es ist echt ein Riesenproblem in dieser Branche, die halt, es wirft da natürlich auch ein anderes Blick auf Gamergate zurück, als man damals sich viele Firmen keine klare Stellung bezogen haben bezüglich Gamergate und sich zurückgehalten haben, solche Sachen. Zeigt dann vielleicht auch ein anderes Blick, dass man sich vielleicht gar nicht mal so intern vielleicht sogar durchaus sympathisiert mit diesen Gamergate-Ideen. Das ist halt ein ganz ekelhaftes Phänomen, was man so hat, wenn man halt irgendwas hat, wo jetzt ein Geschlecht vorherrschend ist. Also es ist nicht nur auf Geschlechter bezogen, das kann man auch auf andere Gruppen beziehen, aber Geschlechtern bemerkt man das ja besonders häufig. Wenn ihr zum Beispiel über Videospielen, da gibt es hauptsächlich oder traditionell hauptsächlich Männer. Und im Fußball ist das zum Beispiel genauso. Und wenn dann Frauen in die Branche oder in diesen Bereich dazustoßen, dann werden die halt wie ein Fremdkörper wahrgenommen und auch halt fühlen sich diejenigen oder einige von denen, die normalerweise in dieser Branche vorherrschend sind, bedroht. Also in ihrer Identität, in dem, wie sie sich definieren und so weiter. Und ich glaube, das sind diese Phänomene, die dann dazu führen, dass halt andere da nicht aufgenommen werden oder skeptisch betrachtet werden. Muss nicht mal immer auf Geschlechter bezogen sein, es kann auch Altersgruppen bezogen sein oder dass man vielleicht in Punkten skeptisch ist. Kann ich ja halt sogar verstehen, dass man das mal so ein bisschen argwöhnisch ist, aber dass man teilweise sehr beleidigend, sehr aggressiv gegenüber diesen Leuten teilweise oder passiv-aggressiv ist, ist halt, finde ich ja halt schon echt so, da ist halt mit dem Leben nicht weit her. Das sollte nicht sein, so. Ja, aber wie gesagt, das ist halt irgendwo dann
weiß nicht, in der Erziehung falsch gelaufen oder sonst irgendwas. Mehr bin ich glaube, keine Ahnung. Weil wenn ich jetzt zu einer Firma arbeiten würde, jetzt ist auch eine Frau da, ja gut, dann ist sie halt da und dann versucht man, die halt entweder einzuarbeiten. Natürlich ist man ein bisschen skeptisch, weil es neu ist und pipapo. Aber man geht ja nicht hin und macht irgendwelche Rape-Witze oder hast du nicht gesehen Sachen. Das hat auch ein Riesenproblem, diese ganzen Ellbogen-Competitive-Kultur. Ich meine, das, was bei diesem Kotaku-Bericht rauskommt, ist halt teilweise so ein bisschen wie, als würde man halt, als würde Riot Games die ganze Zeit in einer Männer-Umkleidekabine stattfinden. Locker-Room, wie Trump das mal genannt hat. Ja, das ist einfach so wirklich so eine präpubertäre Kultur teilweise, wo ich denke nur, Leute, ganz ihr seid halt nicht mehr an der Schule oder Uni, wo sowas vielleicht noch geht, oder am College, was weiß ich, sondern ihr seid jetzt in einem Arbeitsunternehmen. Seid halt mal professionell. Selbst wenn das ein relativ, Riot Games wird ja wahrscheinlich ähnlich wie viele moderne Unternehmer eine etwas lockere Kultur per se haben, was ja nicht mal was Schlimmes ist, wo man halt nicht so wirklich diese ganz klassische 9-to-5 Arbeitskultur und dann fertig, sondern so ein bisschen etwas lockerer, ein bisschen vielleicht auch die Hierarchie ein bisschen flacher, aber das heißt nicht, dass man deswegen unprofessionell werden muss. Die Erfahrung, die ich halt gemacht habe, ist, dass also jetzt so privat, gerade wenn Leute gestresst sind, also wenn sie sehr viel zu tun haben, dann neigen die ja viel mehr zu diesen Ausbrüchen. Also dann ist ja so, dann ist das, wo vielleicht sonst eine flapsige Bemerkung wäre, dann auf einmal eine Beleidigung oder so, ne? Ja. Und vielleicht liegt auch da so ein bisschen der Hund begraben, dass Riot vielleicht auch so ein bisschen ihre Mitarbeiter oft ein bisschen zu sehr unter Druck setzt und dann kommt eins zum anderen und dann ufern solche Sachen manchmal aus. Könnte auch sein. Ja, aber da gibt es halt auch Grenzen. Wenn man halt schon anfängt mit Vergewaltigungswitzen oder halt irgendwelche unter Mitarbeitern irgendwelche Listen umgeben, welche Mitarbeiter man am liebsten ficken würde, ist das vielleicht ein bisschen nicht mehr so ganz damit gut erklärbar. Ja. Also und das halt zum Beispiel auf Platz 1. Eine Workgroup in diesem Jira-Programm, so ein Organisationsprogramm halt, da hat eine Frau in so einem ganzen Team voller Männer, so 10, 12 Stück, meinte sie so, und sie war die einzige Frau und ihr Team wurde halt bewusst Bros and Hoes genannt. Also es ist halt schon so, wo du denkst, also, wo sind wir hier? Sind wir wirklich jetzt wieder wirklich in der Schule oder sind wir hier in einem Arbeitsunternehmen, das halt irgendwie ein globales Multimillionenprojekt am Laufen hat? Ja. Selbst am Schulhof ist das nicht okay. Ja, oder ich meine, wenn du so WhatsApp-Gruppe hast, zum Beispiel, wenn jetzt wir in der Schule wären, dann wird eine WhatsApp-Gruppe und solche Sachen, ja mein Gott, da wird sowas noch gemacht, weil man halt nicht so weit denkt und sich denkt, das ist alles noch ganz witzig, aber irgendwann ist halt wohl der Punkt erreicht, wo man halt vielleicht einfach mal auf professionell umschalten sollte und dann sind solche Gruppen vielleicht eher ungünstig. Vielleicht, vor allem, wenn das publik wird. Vielleicht ist auch gerade das Problem, also könnte auch sein, ist wieder Spekulation, aber dass gerade das Riot Games da ein bisschen zu modern ist, dass da ein bisschen die Leute fehlen, die, ich sag jetzt mal, die Spießer sind, die eben keine Gamer sind oder wenn vielleicht Gamer, aber trotzdem Spießer sind und die sagen, ja, ist vielleicht ganz lustig, aber beruhigt euch mal wieder, Kinder. Ja, genau, also das meine ich. Wollt ihr einen auf den Boden zurückholen. Wenn du vielleicht sagst, okay, wir möchten halt Game Designer, die hauptsächlich, also wir möchten unsere Game Designer rekrutieren, die möglichst Spieler sind, weil sie dann halt einfach einen anderen Blick auf das Game Design generell haben oder sehr nah an der Community sind, ist ja alles verständlich. Aber dann brauchst du halt, du brauchst nicht zwingend im Finanzwesen oder in der Rechtsabteilung oder was ist nicht, in der sonstigen Abteilungen, die halt jetzt nicht so zwingend mit dem Spiel direkt etwas zu tun haben, brauchst du nicht zwingend immer Spieler. Ich stelle ja nicht, wenn ich jetzt so die Wahl habe zwischen einem Rechtsanwalt, der Gamer ist und einem Rechtsanwalt, der halt richtig top ist, der tut nur dann, aber wenig spielt, stelle ich doch nicht den Typ ein, der vielleicht potenziell schlecht ist, nur weil er Gamer ist. Ich finde diese Formel halt, dass man nur Gamer einstellt, glaube ich, ist für Riot Games nicht nur positiv. Vor allem, wenn man es nicht handeln kann. Ja, vor allem das. Vor allem, wenn man halt einfach irgendwann auch den Überblick verliert. Wahrscheinlich ist natürlich auch das Problem, dass Riot Games sehr schnell gewachsen ist, natürlich. Vor 4 Jahren war ja so eine riesige Einstellungssache von Riot Games, wo sie wirklich hunderte Leute in kurzer Zeit verpflichtet haben. Das ist natürlich immer ein Problem, dass dann vielleicht auch sehr viele Leute eingestellt werden, die man normalerweise vielleicht eher abgelehnt hätte, aber in der Zeit, wo man sagt, wir müssen jetzt aufrüsten, wir müssen ganz viele Leute ranholen, dann auch ein paar Leute ranholt, die man vielleicht sonst eher hätte vielleicht aussortiert oder solche Sachen. Das könnte auch sein. Quantität über Qualität. Aber da, wie gesagt, da muss man dann halt gegenarbeiten und als offensichtliches Statement rauszuholen, ja, das ist ja nicht überall so, denke ich mir mal so, ja gut, das ist halt nicht sagen, dass das vielleicht nicht überall so ist, ist ja
Es sollte echt die Normalität sein, wenn es wäre viel, viel schlimmer, wenn das wirklich in exakt jeder Abteilung exakt so ist. Weil dann hat man noch ein viel, viel größeres Problem, sondern man sollte dann eher auf diese Fälle eingehen und versuchen, exakt halt diese Leute auszusortieren. Nicht überall so, es ist in Wirklichkeit noch viel schlimmer. Also, vor allem, als der Bericht erstmal online kam, so dachte man sich so, ja gut, ist halt USA, ist ja ganz normal, aber dass das auch in Riot Dublin zum Beispiel ist, also was ja nicht mal so weit weg ist von uns, solche Sachen, dass halt das eh nicht so ist, das ist halt echt schon sehr, sehr krass. Wie gesagt, dann hat man ja auch keinen Einblick in die ganze Entwicklung, also man bekommt halt von den ganzen Castern und so das meiste mit, vermutlich. Ja, klar. Ist halt keine homogene Masse, das ist halt das auch normaler Spieler bekommst du natürlich immer wenig genau mit. Aber da helfen halt solche Berichte natürlich. Und wie gesagt, ich finde halt insgesamt den ganzen Artikel ist halt herausragend von Kotaku in der Hinsicht, dass man das anscheinend jetzt fast ein Jahr lang recherchiert hat um solche Sachen. Also nicht einfach gesagt hat, auf eine Reaktion, ja gut, machen wir direkt Artikel, sondern tatsächlich sehr sich intensiv damit beschäftigt hat, sehr sehr viel recherchiert hat, sehr investigativ unterwegs war. Wichtig. Vor allem, wie gesagt, ich kann mir echt vorstellen, dass einige Leute sich dachten, oh Gott, dann bewerbe ich mich vielleicht doch nicht mal right. Beziehungsweise einfach ein kritisches Auge dafür zu bekommen. Ja. Vor allem, auch, wie gesagt, wenn ich finde es halt echt ironisch fast schon, dass man tatsächlich irgendwie zu Riot Games kommt, die Firma, die halt wirklich gegen die eigene toxische Kultur halt ankämpft und dann das Erste, was man hört, ist so zwischen den Gängen halt Cocksucker und Co. Kommen wir zum nächsten Thema und pennen das sehr traurige Thema an der Stelle tatsächlich. Bald kann der Jens uns Inneres leisten von Zenimax. Ja, sag das besser mal nicht. Ja, und kommen zu Super Smash Bros. Ultimate. Da gab es eine große Nintendo Direct zu, die auch klassisch Super Smash Bros. Ultimate Direct heißt. Wow. Da gibt es ein paar neue Informationen zum Spiel, was ja irgendwann im Dezember rauskommt. Ich glaube am 12. Dezember. Ich kann mir Daten. Irgendwann im 7. Dezember. Ah, irgendwie sowas. Ja, und da gibt es ein paar neue Sachen. Also erstmal kriegen wir neue Charaktere, die jetzt nochmal wurden, nämlich einmal Simon Belmont aus der Castlevania-Serie und King K. Rool von Simon und Richter Belmont, muss man sagen. Simon und Richter, ich habe keine Ahnung, wie man den Richter Belmont halt ausspricht, wurden mit einem typischen Cinematic-Troll angekündigt, der mir sehr gut gefallen hat, weil ich würde gerne in dieser Grafik des CGI-Trailers gerne Luigi's Mansion 3 haben. Aber Luigi wird in diesem Moment einfach so umgebracht. RIP Luigi. Sad Luigi. Also es ist schon, ja, deshalb auch Castlevania jetzt in Smash Bros. Vertreten. Außerdem gibt es noch King K. Rool aus Donkey Kong Country. Der wurde auch hinzugefügt. Ja, und wir haben auch noch Crumb aus, ihr wisst schon, das Name haben wir ja, nicht Fire Emblem, doch Fire Emblem. Und Dark Samus als neue Echo-Charaktere für ihre jeweiligen Standard-Charaktere. Ja, wird auch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Es wird noch neue Charaktere geben, die vor dem Release bekannt gegeben werden, jetzt dann in 4 Monaten. Und da kann man sich, glaube ich, als Spieler drauf freuen. Außerdem gab es ein paar neue Stages. Das ist, glaube ich, eine Stage. Und darunter halt dann Castlevania Stages und Donkey Kong Country Stages, wo die beiden Charaktere eben herkommen. Exakt, sogar sehr, sehr krass. Es gibt mittlerweile jetzt im Spiel auf, also es wird im fertigen Spiel aktuell 103 Arenen geben. Also schon jede Menge. Und gibt auch eine neue Funktion, die heißt jetzt Stage Morph. Das heißt, dann kann man im Vorfeld halt 2 Stages anwählen und im Laufe des Kampfes wird die aktuelle Arena durch die 2. halt ausgetauscht und solche Sachen. Das ist schon ziemlich cool. Außerdem wird es halt über 900 verschiedene Musikstücke geben, die man, wenn man das so möchte, auch unterwegs hören kann. Man kann die Switch halt quasi in Standby schalten und vorher halt seinen Kopfhörer anschließen und kann dann die Switch quasi als MP3-Player missbrauchen und halt diese Smash Brothers Musikstücke hören, wenn man das möchte. Ich weiß nicht, ob es da wirklich viel Anwendung dafür gibt, aber hey. Und es gibt natürlich auch neue Unterstützer, also Assist-Trophies halt, darunter hat Chovenite ist mit dabei, Ratalos aus Monster the World, also der riesige Drache ist mit dabei als Unterstützer und solche Sachen. Jede Menge Sachen. Eine Sache, die angeteased worden ist, und das wurde schon seit längerer Zeit, ist ein mysteriöser Modus, der, ja, von dem man nicht weiß, was genau er sein soll. Der wurde auch jetzt wieder am Ende genannt, nach den Worten, ja, werden wir herausfinden, bevor dem Release. Oder das ist ja wahrscheinlich ein Story-Modus. Ja, was eben passiert, weiß keiner. Ein Story-Modus wäre zu toll zu finden, aber
Ich nehme an, dass es ein Story-Modus sein wird. Das hat auch, was ich gelesen habe, der Story-Modus in früheren Smash Bros. Sein hat er immer als Hintergrund etwas Grünes. Und dieses Verpixelte hat auch einen grünen Hintergrund. Von daher ist es, denke ich, schon der Story-Modus, den man wahrscheinlich sehr groß diesmal anbieten wird. Denn großes Wort, das Stichwort für Super Smash Bros. Ultimate. Also man hat dieses Ultimate sehr ernst genommen. Wie gesagt, 103 Arenen, 800 Musikstücke. Potenziell bald wahrscheinlich 80 Kämpfe oder so. Das ist halt echt eine riesige Menge und das ist wahrscheinlich echt das bisher größte Fighting-Game, was man so auf den Markt wirft. Was es vermutlich hingeben hat. Ja, da ist eine Menge Content drin und das sieht fantastisch aus, muss man sagen. Genau das, was man sich wünscht. Exakt. Also man lässt sich diesmal nicht lumpen und ich bin sehr gespannt, welche Charaktere noch kommen. Ich würd ja gerne wünschen, wenn halt mal auch ein weiterer westlicher Charakter darin vorkommen würde, zum Beispiel Lara Croft wäre als Ikone halt super cool. Nathan Drake. Ja. Der ist bei Sony, ich weiß. Das Problem ist, aber wie gesagt, Lara Croft wäre ganz cool und solche Sachen. Oder natürlich, wenn man sich mit Marcus einigt, vielleicht auch Banjo und Kazooie mit reinzubringen. Ja, nichtsdestotrotz, für alle Fans von Super Smash Bros. Ist das jetzt wahrscheinlich das Nonplusultra jetzt schon und es kann nur besser werden, zumindest wurde uns versprochen. Ich bin sehr auf die Verkaufszahlen gespannt Ende des Jahres. Es wird auch noch eine Super Smash Bros. Ultimate limitierte Edition geben, die ebenfalls am 7. Dezember rauskommt. Die enthält das Spiel, einen Nintendo GameCube Controller und den GameCube Controller Adapter, damit man den auch natürlich nutzen kann. Preis steht nicht fest, aber ich würde mal ausgehen, dass sie wahrscheinlich 100 Euro mehr kosten wird. Aber die kann man sich dann auch kaufen, wenn man unbedingt einen GameCube Controller möchte. Ultimate tatsächlich. Am 2. November 2018 hat sich wahrscheinlich Rase schon angemerkert in seinem Kalender, kann er sich nicht freuen, denn da kommt der Football Manager 2019. Also der Football Manager kommt das erste Mal seit Jahren wieder nach Deutschland, denn man hat sich endlich die Lizenz sichern können also die Bundesliga-Lizenz sichern können für eben Simulation, Manager-Simulation oder was auch immer. Und dementsprechend kann man das Ding auch wieder offiziell hier verkaufen. Und das macht wahrscheinlich die meisten Fans sehr glücklich, wie Rase zum Beispiel. Ja, man kann sie endlich in Deutschland kaufen, zum allerersten Mal, glaube ich, überhaupt zu kaufen. Ja, man hat natürlich die Lizenz für die erste und zweite Bundesliga, das heißt nicht für die dritte Liga und auch nicht für die ganzen regionalen Oberligen. Während man natürlich, in der englischen Liga bis ganz nach unten gehen kann und solche Sachen, wird das in Deutschland etwas eingegrenzt. Wahrscheinlich wird man trotzdem potenziell mit irgendwelchen Fantasievereinen arbeiten und solche Sachen. Aber für die erste und zweite Liga hat man die komplette Lizenz und dann kann man endlich auch den Football Manager ganz offiziell in Deutschland werben. Man wird nicht bei Steam schon gesagt, das Produkt existiert in ihrer Region nicht oder darf in ihrer Region nicht angeboten werden. Das ist vorbei, sondern man kann jetzt tatsächlich den Fußballmanager auch tatsächlich hier spielen von Sega. Den einzigen, den es ja noch gibt, der EA-Manager wurde ja schon vor Jahren eingestellt. Ich freue mich natürlich tatsächlich drauf. Preis ist mit 50 Euro vielleicht ein bisschen hoch, aber ich habe halt echt schon wieder Bock drauf, mit wieder einem Fußballmanager, einen aktuellen Fußballmanager halt zu spielen. Mal gucken. Ja, das nächste ist dann Shadow of the Tomb Raider. Da gibt es nochmal ein bisschen Gameplay. Und wer noch nicht genug gesehen hat, um es zu kaufen, geht es ein bisschen mehr. Also einmal, was halt mit Lara passiert ist, wie sie auf der Insel gelandet ist und da sonst halt einfach mehr more of the same quasi. Lara klettert ein bisschen, schießt ein bisschen. Zum dritten Mal fast schon derselbe Anfang. Ja, genau das. Nee, sie schaut sich ein Flugzeug ab. Memo an mich, niemals mit Frau Croft in ein Flugzeug steigen. Das kann nur schief gehen. Aber bevor man dann tatsächlich das erlebt, von dem Flugzeugabschnitt gibt es halt wieder so eine Rückblende, was zwei Tage vor zuvor passiert ist, wo sie natürlich in einer Felsspalte klemmt und sich das Bein richtig fies verletzt hat und sich erstmal befreien muss. Natürlich wieder mit extrem schmerzversetztem Gesicht und alles. Die Frau Croft muss echt verdammt gute Krankenversicherung und so weiter haben. Das ist Britin, die hat noch vernünftige. Das ist echt schon sehr, sehr krass, wie viel Verletzungen sie und so da wahrscheinlich immer mit nach Hause bringen, hast nicht gesehen. Und dann sieht man halt noch ein bisschen Kletterpartie und solche Sachen. Das sieht echt ganz schick wieder aus. Und später ist sie halt auf den mexikanischen Totentag unterwegs, oder Tag der Toten. De la Muerte, Diaz verfolgt la Muerte, halt jemanden. Mehr sehen wir da noch nicht, aber ich muss sagen, die Dialoge gefallen mir, zumindest in diesem kurzen Ausschnitt, schon wesentlich besser als in Rise of the Tomb Raider. Ob es auch im Spiel dann natürlich komplett das so halten wird und vor allem, wie das diese Open-World-Bereiche wieder ausfallen und wie viel das ganze Crafting einnimmt, muss man noch abwarten, aber auf jeden Fall, es sieht auf jeden Fall sehr solide als Nachfolger aus. Bin nochmal sehr gespannt, was sie danach machen. Das ist ja der Abschluss der Origins-Trilogie von Tomb Raider. Ist ja auch, glaube ich, nicht von
Crystal Dynamics diesmal gemacht, sondern von Eidos Montreal. Eidos, genau. Dementsprechend sehen wir, wie die sich schlagen damit. Tatsächlich, das wird interessant sein. Aber mal gucken. Er hat natürlich einen schwierigen Termin im September, wo auch sehr viele andere Spiele rauskommen. Jo, ein Spiel, was bald herauskommt, nämlich irgendwann im November, ist tatsächlich Fallout 76. Und da freuen sich die Leute, glaube ich, gespalten drüber, dass das irgendwann rauskommt. Und jetzt wahrscheinlich noch gespaltener, denn ihr dürft das Ganze nicht auf Steam erwerben, wenn es rauskommt, weil es wird es auf Steam nicht geben. Das Ganze soll irgendwann über den Bethesda-eigenen Client erscheinen, über den Bethesda-Client. Ja. Und dementsprechend, ja, müsst ihr... Yay, noch ein Client. Müsst ihr damit super rechnen, kein Steam nutzen zu können. Das ist eine doofe Entscheidung. Also, es ja, wäre cool, wenn diese Extra-Klienten, die alle anbieten, auch mir Vorteile bieten würden, gegenüber den Steam-Klienten zu nutzen, aber das bieten sie in der Regel nicht. Meistens irgendwelche rudimentäre Scheiße, die vielleicht sogar noch sehr verbuggt ist und hast nicht gesehen. Und warum? Ich meine, klar, finanziell... Weil du keine 30% an Steam... Genau. Darum geht es halt aber nur um diese 30%, um nichts anderes. Von daher ist es schade, aber gut, mal zu erwarten. Und ich hoffe inständig, dass das nicht für jedes zukünftige Bethesda-Spiel der Fall sein wird. Ich glaube, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ist. Gefällt dir auch. Es nervt irgendwann langsam wirklich, wenn jeder seinen eigenen Klienten hat. Es war damals schon mit Origin und Uplay, da hat man doch noch, ja gut, okay. Während Uplay zumindest so fair ist, Ubisoft verkauft ihre Spiele weiterhin über Steam. Ich muss da dann trotzdem Uplay nutzen, aber ich kann den Scheiß dennoch alles auf Steam sortiert haben. Warum geht das bei Bethesda und Co. nicht? Kannst es ja bei Steam über Steam-fremdes Spiel einbinden. Also ich würde es kaufen über Steam. Ich würde das alles über Steam wissen, und ich es auch über Steam installiere und so weiter. Und nicht einfach darauf einbinden. Da kann ich mir auch eine Desktop-Verknüpfung machen. Ich muss ja dennoch so einen extra Klienten nutzen, den halt eigentlich keiner wirklich braucht. Jo, dann außerdem Fallout 76 wird eine Beta bieten. Das ist natürlich für alle, die es ausprobieren wollen, erstmal was Gutes. Problem an der Beta, ihr solltet dafür das Spiel vorbestellen. Und wenn ihr das vorbestellt habt und die Beta spielen könnt, natürlich über den Bethesda-Client, müsst ihr euch ja nicht darüber ärgern, wie das sonst üblich bei Betas ist, quasi, wenn ihr ein Beta-Spiel, wie jetzt bei Call of Duty zum Beispiel, dann habt ihr die gespielt, seid glücklich und wenn ihr irgendwann dann euch das Spiel kauft, dann wird das alles zurückgesetzt und jeder bekommt den gleichen Start, eigentlich bei Beta üblich. In dem Fall hier könnte man es auch einfach Early Access nennen, denn Fallout 76 als Beta wird euch nämlich erlauben, das Spiel in der Beta zu spielen und das Ganze alles Progress-mäßige wird übernommen in die Vollversion, so zumindest der Plan bisher. Und damit ist es nicht wirklich eine Beta. Es ist wirklich keine Beta. Also es wird sowieso erst im Oktober starten, das heißt knapp einen Monat vor Release, was schon mal sehr fragwürdig ist in Sachen Beta. Und dass man das komplette Spiel drin hat und dass auch Fortschritte benommen werden. Ja, Halleluja. Glückwunsch all denjenigen, die halt das Spiel vorbestellen und dann direkt loslegen am Release-Tag. Für alle Neueinsteiger wird das wahrscheinlich richtig mäß erstmal sein. Wir werden erstmal weggenukt. Kommt direkt raus, sagt Nuke. Direkt den Nuke. Wir bleiben einfach im Shelter drin. Ja, na gut, es gibt ja zumindest Einschränkungen in Sachen PvP, aber dennoch ist das, finde ich, ein bisschen merkwürdig, dass man sagt, ja gut, der Fortschritt wird halt übernommen, das kann man vielleicht, finde ich, bei so Free-to-Play-Online-Spielen oder so ein Quatsch Monat, machen. Ne? Ja, ein Monat. In einem Monat sind alle Heavy-Zocker sowieso schon im Endgame. Ja, das ist alles durch wahrscheinlich. Du kommst halt raus und wirst halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes weggenukt, weil irgendjemand halt Newcodes hat, keine Ahnung. Das ist halt so, was ich jetzt sehr interessant finde, was Moritz sagt, innerhalb erst einem Monat oder es ist wahrscheinlich so innerhalb einer Woche werden viele Leute schon quasi das Endgame gesehen haben. Ich will nicht wissen, wie viele dann sagen, ja gut, okay, ich habe es gesehen, ich kann mit dich das nächste Spiel widmen und kaufen halt das Spiel nicht, sondern brechen halt ihre Vorbestellung ab, weil sie es halt über Amazon oder so vorbestellt haben, kann ja sein. Und sagen, ja gut, ich habe es ja gesehen, was brauche ich denn noch mehr? Oder das dann weglegen und dann nur zum Spielstart einloggen, um die Leute wegzuhauen. Ja, oder das. Ist halt, keine Ahnung, also Bethesda reicht damit halt zwei Sachen. Erstens haben sie eine Ausrede, falls doch noch Fehler im Spiel sind. Wenn sie immer sagen, ja, ist ja noch eine Beta. Also damit können sie sich von Kritik erstmal reinwaschen. Und sie können ihre Vorbestellungen anheizen. Das sowieso. Warum machen die das? Aber ich finde das nicht gut. Ja, warum sie es machen, ist ja irgendwo klar. Aber ich finde es halt, wie du schon sagst, man kann natürlich auf Beta verweisen, aber dann muss es dann halt am 14. November, wenn das Spiel erscheint, auch diese Fehler gefixt sein.
Und ich glaube, das werden die das meisten wahrscheinlich nicht sein. Ja, aber aus wirtschaftlicher Sicht ist es so, wenn sie schon in der Beta genug Leute erreicht haben, weil da ist das Spiel ja dann heiß, weil dann spielen das ja alle, weil du kannst es ja schon dann spielen im Prinzip, egal ob es offiziell erschienen ist oder nicht, dann ist sozusagen die Messe schon gelesen. Zumindest in der Theorie, ja. Du musst bedenken, dass man halt, um dann den Vorbestellercode ranzukommen, braucht man einfach nur so einen Vorbestellercode. Du musst nicht zwingend das Spiel gekauft haben. Das ist ähnlich wie bei Amazon. Du kannst ja bei Amazon vorbestellen, bekommst den Beta-Vorbestellercode, gibst ihn ein und bestellst das Spiel wieder ab. Ja gut, aber da ist dann wahrscheinlich die Hoffnung, dass einfach genug Leute das nicht so missbrauchen, ne? Und das ist so. Ich finde es halt dennoch, ich finde es eine merkwürdige Entscheidung. Also gut, dass das komplette Spiel drin enthalten ist. Das ist eigentlich, wenn man einen Monat vorher die Beta startet, sollte man erwarten, dass das komplette Spiel halt irgendwie fertig ist. Aber dass der Fortschritt übernommen wird, das halte ich echt für sehr kritisch. Ja. Vor allem für Leute, die jetzt wahrscheinlich jetzt diesen einen Monat, sag mal, sie startet jetzt, ist wirklich zwischen Release und Beta, oder zwischen Beta und Release liegt ein Monat, oder das Spiel ist jetzt schon einen Monat, dann kann es sehr schnell sein, dass die Spielepopulation zum Release oder kurz nach Release deutlich abnimmt, weil die meisten Leute schon kennen und nichts zu tun haben. Ich verstehe das ja immer nicht so richtig. Also ich kenne genug Leute, die bei sowas mitmachen, aber ich habe gar keinen Bock, Betas zu spielen. Ich denke mir jedes Mal so, nee, da sind dann noch Sachen, die noch nicht fertig sind, oder... Ja gut, mittlerweile muss man entscheiden zwischen Beta und Beta, sowas wie bei Fallout 76 ist ja eine reine Marketing-Beta. Und auch, also ich meine, zum Beispiel jetzt bei Call of Duty, gut, das ist jetzt bedingt eine Marketing-Beta, das Spiel kommt zwar auch in 2 Monaten schon raus, aber da kann man noch Zeit, noch Multiplayer-Balancing-Fixes zu machen. Aber sehr mittlerweile, die meisten Betas ja doch eher halt so... frühere Demos, damit man schon mal gucken kann, macht mir das Spiel halt überhaupt Spaß. Ja. Da eignet sich das halt in gewisser Weise schon, auch wenn es halt eigentlich nicht Beta heißen sollte. Ja. Die Blizzard-Betas sind ja in der Regel sehr lange und da kommt auch neuer Content meistens noch in der Beta dazu oder es wird halt noch sehr viel verbessert und hast gesehen, die geht über mehrere Monate teilweise oder noch länger und solche Sachen. Das ist wobei dann auch nicht immer. Beta. Die Overwatch-Beta zum Beispiel, da war das Spiel ja schon fast fertig. Das ist bedingt, das ist die Open Beta, ja, aber die erste Close Beta und die vorher Alpha, die ging schon über mehrere Monate. Ja. Da hat sich auch sehr viel noch geändert in Balancing und Steuerung, hast du nicht gesehen. Aber ja, die Open Beta sind ja meist heute nur noch Demos. Gut, interessant natürlich auch in Fallout 76, wie wird das ganze Skillsystem funktionieren? Das wurde in einem kurzen Video, fast 3 Minuten, 2 Minuten 46 vorgestellt. Das Ganze wird natürlich wieder in einem Special-System funktionieren, wie das eben aus Fallout-Spielen kennt und dann gewissen Perks, die man als Karten freischalten kann, also dass man stärker wird, wie man das eben halt auch so ein bisschen aus Fallout 4 kennt und Fallout 3, also man Bodycards hat und dementsprechend macht man der Crew mehr Damage oder man macht 30% weniger Reparaturkosten und so weiter und so fort. Das Ganze eben kann man mit Perks aufleveln, die bekommt man halt Erfahrung über Töten von Sachen, ob das Spieler oder Monster sind, natürlich eine Sache. Ja, man hat jetzt Karten, also der Unterschied halt zu dem bisherigen System, wo man halt die Punkte einfach in einen Talentbaum mehr oder weniger oder in ein Attributsystem quasi verteilen konnte, da kriegt man jetzt halt mit jedem Level bis Stufe 50, das ist das maximale Level, einen dieser Special-Punkte und kann sich danach eine bestimmte Perk-Karte auswählen aus verschiedenen Special-Talenten und solche Sachen und sich dadurch halt bestimmte Vorteile gewähren. Man soll auch, trotz dessen, dass man Level 50 ist, das Ende, man kann auch darüber hinaus noch leveln. In Fallout 76 bekommt aber keine Special-Punkte mehr, einfach um das Balancing zu halten. Was natürlich noch so ein Problem sein könnte, ist natürlich, es wird Kartenpakete geben, die man im Laufe des Spiels erhält. Bethesda sagt aktuell noch, nein, die wird man nicht kaufen können mit Echtgeld, sondern die bekommt man einzig allein dadurch, dass man halt Level-Up hat oder bestimmte Missionen erfüllt. Es wird halt keine Pay-to-Win-Sache geben. Mal gucken, ob es am Ende so bleibt, aber das ist halt schon so ein Punkt, wo man so ein bisschen leicht die Augenbraue heben darf. Ja. Das ganze System, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es ja ganz gut, dass man anscheinend auch selbst mutieren kann, wie natürlich damit die Charaktere sich ändern und welchen Einfluss das spielerisch hat, muss man natürlich noch abwarten, aber das finde ich halt ganz cool. Restsystem wirkt da so ein bisschen, naja, gut, wir müssen es jetzt für unser Multiplayer-System ein bisschen anpassen. Ein bisschen versimplifizieren. Wichtig natürlich auch die Frage des PvPs, was ja so einer der größten Kritikpunkte unsererseits ist oder von vielen Leuten an dem Spiel, weil das irgendwie in Fallout nicht so reinpasst. Und wir hatten es ja auch in der Vorstellungsvideo gesehen,
wie man gezeigt hat, dass man da einfach Leute in der Welt finden kann, obwohl die Welt ja relativ groß ist, aber wenige Spieler drauf sind, muss ja nicht unbedingt offiziellen Servern joinen und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, solltet ihr euch auf den dunklen Pfad der Macht begeben und dort anfangen, Leute zu killen out of nowhere und Sachen zu zerstören, was man da so schön Creeping nennt. Creeping. Dementsprechend gibt es Ärger. Man bekommt zum Beispiel auch in GTA Online, wo es ja auch nicht funktioniert, eine Bounty auf den Kopf ausgesetzt. Da kann man aussetzen, dass Leute dann eben, sagen wir mal, Items oder Loot oder Erfahrungen rausbekommen oder Geld oder was auch immer, um halt eben den Spieler, der rumcreeft, auf dem Server umzulegen. Problem ist halt, wenn der Typ halt schon seit Beta spielt und der härteste Ficker ist und gerade erst angefangen hat, dann hilft dir das halt auch nicht, dass da eine Bounty auf seinem Kopf ist. Der nügt dich weg. Ja, der nügt dich weg. Ja, nichtsdestotrotz, der Typ wird natürlich auf der Karte angezeigt, der Creeper ist. Andersrum kann er keine Leute sehen, aber ja, wird halt dann gejagt, hoffentlich. Ja, nee, es klingt halt immer noch nicht. Das hilft halt gar nichts. Ich meine, das wird dann wahrscheinlich doch abused. Ja, nicht. Man muss ja kurz gegenhalten. Wer halt kein PvP machen möchte, muss tatsächlich sich nicht daran engagieren, sag ich mal so, denn man wird nicht einfach so durch die Gegend laufen können und kann einfach auf Leute schießen, sondern der erste Schuss, den man abgibt, quasi um den Kampf zu initiieren, macht sehr viel Schaden. Sehr wenig Schaden. Das heißt, das ist quasi so eine Aufforderung, hey, kämpf doch mit mir. Wenn man darauf nicht eingeht, kann er die ganze Zeit das machen. Das wird ihn halt nur nicht sehr viel bringen, weil man das anscheinend auch sehr schnell wieder gegenheilen kann, solche Sachen. Erst wenn du zurückschießt auf jemanden, wird der Kampf initiiert und eure Waffen machen halt den entsprechenden hohen Schaden, den sie bieten. Und man kann bis Level 5, gibt kein PvP. Gleichzeitig hat auch Tautor noch gesagt, also das heißt, wenn jetzt jemand mit Level 50 rum, hat die Power Armor und dann, weiß ich nicht, ein Maschinengewehr und trifft auf jemanden, der halt vielleicht, weiß ich nicht, nur 2 Pistolen hat, der Schaden wird immer ausgeglichen vom System, ja, dass auch tatsächlich der Typ mit 2 Pistolen zumindest theoretisch eine Chance hat, den anderen zu besiegen. Ob das natürlich insgesamt hilft, dass es nicht genügend Leute Creeper gibt oder einfach nur nervige Leute gibt, die einfach die ganze Zeit nur PvP machen möchten, muss das Spiel zeigen. Ich glaube, ich halte es auch noch für gewagt, ob das wirklich klappt, aber zumindest man arbeitet daran, dass Leute, die halt einfach keinen Bock auf PvP haben, zumindest teilweise dem ausweichen können. Ja. Tekken 7, auch eine großen Battle-Fighting-Games, die noch rauskommen werden, jetzt mit einem großen Season-Pass. Draußen drin. Dafür gibt es einen zweiten Season-Pass. Genau. Und da gibt es tatsächlich eine kleine Überraschung mit einem neuen Charakter, nämlich Negan aus The Walking Dead, der von den Namen des Schauspielers vergessen. Aber zumindest Negan ist dabei von The Walking Dead und ja. Genau, ansonsten sind noch dabei halt Anna Williams und Lei Wulong. Mal gucken, aber Negan ist tatsächlich die große Überraschung gewesen im Trailer. Man sieht leider auch noch keine genauen Gameplay-Szenen dazu, aber er wird auf jeden Fall im zweiten Season Pass dabei sein. Finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber auf der anderen Seite auch interessant, weil ja Walking Dead doch schon an Popularität eingebüßt hat in den letzten Jahren, dass man jetzt nochmal, für jeden zweiten Spiel oder wird halt irgendwo immer wieder erwähnt und solche Sachen hat. Ich meine, er war gut gespielt, aber ist halt. Naja. Er passt zumindest in ein Prügelspiel durchaus rein, aber auch, naja, ne? Dann außerdem Capcom auch noch dabei mit. Ja. Ja. Mit einem kleinen Interview, wo es letztendlich um deren Spiele geht und dass es ihnen eher darum geht, auf Qualität zu setzen und selbst wenn sie nicht ankommt, es ist okay für die, solange sie halt Qualität haben. Im Sinne heißt das jetzt, wenn man ein Spiel rausbringt und das kriegt eine 10er-Wertung und verkauft es 200.000 Mal, ist zwar doof, weil es sich halt nicht verkauft, aber es zumindest fühlt es sich gut an, dass man was Gutes abgeliefert, was gefeiert wird, ein Kritikerliebling ist quasi, als was, wenn man eine 2er-Wertung rausbekommt und das Ding 1.000.000 Mal verkauft. Ich meine, das ist zwar schön für die Tasche und ich bin mir sicher, dass das nicht so wirklich der Wahrheit entspricht, was sie da gesagt haben, weil man möchte natürlich als Unternehmen eher Geld verdienen, aber ich denke, das ist dann eher sowas, was man natürlich auch gerne mal als PR verwenden kann, wenn man sagt, ja, wir haben hier ein 10er-Spiel fabriziert. Ja, also man möchte natürlich nicht so krass Unterschiede haben, sondern man sagt das zum Beispiel bei Resident Evil 7. Resident Evil 7 hat es jetzt ungefähr 2 Millionen Mal weniger verkauft als Resident Evil 6, aber war im Vergleich halt das bestbewertere Spiel. Obwohl man jetzt weniger verkauft hat mit Resident Evil 7, ist man darüber glücklicher als halt mit Resident Evil 6, wo man mehr verkauft hat und solche Sachen.
Man möchte natürlich immer noch mit den Spielen natürlich Geld machen und dass sie natürlich auch ihre Entwicklungskosten einspielen, das ist natürlich klar. Alles andere wäre auch wirtschaftlich sehr, sehr dumm. Aber man sagt so, wenn man die Wahl hat, wir verkaufen halt so ein Spiel, was kriegt eine 8er Wertung, das verkauft sie ja 2 Millionen mal mehr, oder wir haben ein Spiel mit einer 10er Wertung, das verkauft sie 2 Millionen mal weniger, dann nimmt man halt lieber persönlich das 10er Spiel, weil man sich darauf einfach auch erhofft, dass man dann in zukünftigen Iterationen halt tatsächlich nochmal die Leute wieder direkt ranbekommt, was bei Spielen mit niedriger Wertung vielleicht weniger der Fall sein könnte. Wobei ja eine ganz gute Sache. Monster Hunter eher so auf dem PC schlechtere Wertungen bekommt, aber gut. Ja gut, das ist halt technisch ein Problem. Das ist ja nicht spielerisch das Problem, das ist Technik und das ist wahrscheinlich auch für die Firma, die das verantwortlich ist, also wahrscheinlich Capcom, weil das glaube ich selbst intern entwickelt, ist es auch neu, weil man Monster Hunter davor noch nie auf den PC gebracht hat. Dennoch verkauft sich super. Sie sagen auch, sagt auch noch dann unten, dass man halt aktuell arbeitet man ja an sehr vielen Fortsetzungen oder halt auch an Remakes wie bei Resident Evil 2. Man würde auch in Zukunft gerne wieder neue IPs an den Markt bringen, aber man weiß darum Bescheid, dass es ein Risiko in der heutigen Zeit ist, wirklich eine komplett neue IP im AAA-Bereich zu launchen. Das kann sehr schnell nach hinten losgehen. Und man denkt eher darüber nach, halt tatsächlich eine neue IP zu kreieren, die erstmal im niedrigen Budgetbereich angesiedelt ist, die dann vielleicht mit zukünftigen Nachfolgern halt tatsächlich größer wachsen könnte und auch teurer werden könnte und solche Dinge. Wenn das natürlich erfolgreich ist. Ja, finde ich auch sehr interessant, aber es gibt dann natürlich immer solche Punkte, dass auf dem Blatt Papier klingt das gut, dass wenn beim Spieler, der Spieler ist halt wieder dieses Problem, denn wir sehen es bei Life is Strange, also Life is Strange 1 hat ungefähr, glaube ich, 20, 22 Euro gekostet, die erste Staffel. Jetzt Life is Strange 2 kostet halt fast Vollpreis, um die 40 Euro, also deutlich mehr, obwohl man jetzt schon an der an diesen einen Extra-Episode sieht, dass es vom Budget her deutlich nochmal größer gewachsen ist und man halt viel mehr auf Details achten kann und der Produktionsaufwand einfach nochmal größer ist. Das ist auch so eine IP, die eigentlich jetzt größer werden möchte, aber die Leute sehen dann einfach nur den hohen Preis, denken sich so, der Vorgänger hat auch viel weniger gekostet, warum würde ich jetzt mehr bezahlen? Also jetzt, wenn man jetzt irgendeine neue Marke launcht, so eine geile Action-Rollenspiel-Marke, die launcht erstmal klein, so ist, weiß ich, du musst jetzt ein neues Torchlight basteln quasi oder ein neues Action-Rollenspiel, launcht erstmal klein, hat relativ wenig Content, kostet nur 20 Euro und danach merkst du, das Ding ist so erfolgreich, gut, wir machen daraus mehr, wir stecken mehr Budget rein und wir gehen jetzt eher in so die Richtung halt, dass der Produktionsaufwand eher in Richtung halt 40, 50 Euro spielt, das wird es wahrscheinlich echt viele Spieler geben, die sagen, nö, für den Vorgänger habe ich nur 20 bezahlt, warum soll ich jetzt dafür 30 Euro mehr bezahlen? Ja, wenn man direkt mit 60 Euro einsteigt, ist es wahrscheinlich einfacher, aber grundsätzlich finde ich die Idee aber gut. Ja, so, als nächste ist Scarf, das wurde angekündigt von THG Nordic, 3D-Plattformer, der mit, wie der Name schon sagt, mit einem Schal zu tun hat, der Hauptcharakter in einer wunderschönen, kleinen, zerklüfteten Welt, das ist einfach nur ein weißer Charakter mit einem Schal und der Schal hat halt besondere Fähigkeiten, kann fliegen, kann es mit kämpfen. Ja, ein bisschen ein Journey. Lanzen ist so ein bisschen Journey mit einem Schal. Ja. Und weniger Polish. Und ja, Burning Polish. Das ist halt so ein Double-A-Spiel. Ah, ja, CGI. Ja. Aber ganz nett. Sieht ja noch ganz niedlich aus. Irgendwie als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, Junge, die Figur sieht so ein bisschen Maurice-ähnlich aus. Ich weiß nicht, wie es. Keine Ahnung, das sah ich so. Ja, das könnte auch Maurice sein. Ja, stimmt. Naja, aber es kommt halt im Winter für exklusiv für PC raus, was ich interessant finde. Ich glaube, solche Spiele würden halt super gut auf der Switch gehen. Aber mal gucken, vielleicht kommt es ja dann noch, vielleicht kann man sich aktuell erstmal nur eine PC-Entwicklung leisten, aber sieht ganz niedlich aus. Ich erwarte jetzt auch nicht, dass das ein 60-Euro-Spiel wird, sondern das wird halt auch eher wirklich so, naja, so 20 Euro Budgetpreis, ja. 20, 25 Euro. Aber das ist ganz niedlich. Stimmt. Ja, das nächste ist World of Warcraft. Die wollen die Story vorantreiben und haben dazu kleine Kurzgeschichten veröffentlicht, die ich so nicht sehen kann, weil es einfach mir nicht lädt. Aber. Okay. Ja, also, Blizzard hat halt die Woche die Kurzgeschichte, die eigentlich vorerst exklusiv für Call of the Collector Edition von World of Warcraft Battle for Azov sein sollte, ist jetzt auch als PDF online zu lesen für alle, die es heute lesen möchten. Ja. Ist, weiß ich nicht wie lang, 80, 90 Seiten lang oder so. Es gibt zwei Stück. Also es gibt einmal eine für die Horde und einmal für die Allianz. Die sind jeweils 90 Seiten lang. Und es wird halt immer die Perspektive der jeweiligen Fraktion dargestellt. Und das Ganze behandelt halt das Abbrennen des Weltenbaums Teldrassil. Ich habe bisher nur die Hordenversion bis zur Hälfte ungefähr gelesen.
Und ja, ist im Grunde genommen. Ich kann gar nicht spoilern, ich habe die komplett durchgelesen. Du hast halt einen anderen Blick darauf. Also sie gibt einen detaillierten Einblick in das, genau, bis zum Angriff auf danach so schrecklich Tetris, dass sie halt kam und warum Sylvanas dann den Weltenbaum hat abfacken lassen. Ja. Ist auch richtig. Kann ich jetzt, wie gesagt, an der Stelle nicht spoilern, weil Maurice das noch nicht gelesen hat. Ist aber nicht so wichtig. Es ist halt immer noch am Ende ein Akt grausamer Gewalt, meiner Meinung nach, trotz dessen, was sie dazu vielleicht bewegt hat. Und ich glaube, dass auch ihre Idee nicht allzu klug bis zum Ende durchdacht ist. Aber hey, was soll's, sondern es ist tatsächlich auch ein sehr impulsiver Akt, den sie dann macht, um den Baum abzufacken. Aber hey, ja, mal gucken, was sie daraus noch machen. Ich finde es aber ein bisschen merkwürdig, dass man halt diese ganzen Teile, das ist natürlich sehr detailliert für eine Kurzgeschichte geschrieben, natürlich, klar, aber dass manche dieser Sachen halt tatsächlich im Spiel wahrscheinlich du nie erfahren wirst. Oder ja, wahrscheinlich an irgendeiner Nebenquest, die kein Schwanz jemals spielt oder sich durchliest. Nee, also das ist schon alles ein bisschen ausführlicher einfach als im Spiel. Okay. Aber ja, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die ich, also ich habe da schon im Wiki kurz geguckt, da gibt es halt so eine Stichwortliste an Unterschieden. Also es gibt halt Sachen, die im Spiel ein bisschen anders sind als in der Kurzgeschichte. Das sind alles so eher unwichtige Punkte, wie Auerfang reitet auf dem Wolf im Spiel und in der Kurzgeschichte auf dem Wagen und so, aber weiß nicht, ich finde, das ist ja jetzt etwas, wo man sich wirklich hätte absprechen können. Ja. Ich weiß nicht, warum da Unterschiede sein müssen. Ich finde es auch interessant, ein bisschen merkwürdig, dass auch einige Details halt tatsächlich diese Kurzgeschichte sind, die wahrscheinlich wichtig sind, um vielleicht Sylvanas einzuordnen oder überhaupt diese ganzen Vorgehensweisen einzuordnen, die halt wahrscheinlich im Spiel fehlen oder nur so ein bisschen angerissen werden, du die auch im Unklaren gelassen wirst. Finde ich ein bisschen, es gibt halt so viele, sehr schwierig. Viele Sachen, die sind versteckt. Also im Spiel zum Beispiel, wenn du mit dem ganzen Kram startest im Spiel, dann gehst ja, Sylvanas sagt, yo, komm zu mir nach Unterstadt, nur da können wir geheim reden und so. Da kriegst du die erste Quest. Mhm. Und wenn du Sylvanas, nachdem du die Quest angenommen hast, nochmal anklickst, du hast ja eigentlich als Spieler keine Motivation, das zu tun, aber wenn du es tust, dann bietet sie dir eine Dialogoption, wo sie dir ihre Gedanken erzählt. Wenn du das aber nicht machst, würdest du das nie mitbekommen. Das hat aber so ein bisschen, das meine ich halt damit. Also es gibt ja, das fand ich halt in Warlords of Draenor ganz brutal, wenn du da die kompletten Level durchgelevelt hast und irgendwann Max-Level erreicht hast und dich halt auf den Endgame-Content gestürzt hast und so weiter und so fort. Und weil du nicht explizit die Story weitergemacht hast, hättest du halt so viele Sachen verpasst, gerade mit was mit Garrosh passiert, dass Thrall sich darum kümmert und so weiter und so fort. Das ist ja alles nie im Fokus gewesen. So richtig wichtige Story-Aspekte in irgendeiner Quest irgendwo vergammelt. Ja. Weil da sagt Sylvanas zum Beispiel, warum sie der Meinung ist, dass man mal Furion töten muss. Das würde man sonst als Spieler nie erfahren. Ansonsten denkst du so, okay, Sauerfang ist hier irgendwie total ehrenvoll und bla bla. Aber dann verstehst du so ein bisschen, okay, dass Sauerfang am Ende mal Furion verschont hat, ist gegen die gesamte Strategie, die sich Sylvanas überlegt hat, so. Dann ordnet man vielleicht auch Sauerfang ein bisschen anders ein, als wenn man das halt einfach nicht mitbekommen hätte. So. Das ist schon. Ja, wobei ich immer noch sage, dass halt der Fehler auch durchaus bei Sylvanas liegt und natürlich diesen Akt, den sie am Ende durchmacht, unterm Strich nicht rechtfertigt. Ja, man kommt vielleicht unterm Strich nicht zu einer anderen Beurteilung, aber ich finde es trotzdem kein so unwichtiges. Ja, natürlich Detail nicht. Natürlich, das ist natürlich durchaus relevant zu wissen, was noch passiert, aber es ist dennoch halt so ein Punkt, wo ich sage, ja, ne, es ist halt immer noch so, Sylvanas kommt ja immer noch als wirklich das Böse rüber und das wird auch die Kurzgeschichte wahrscheinlich nicht wirklich ausräumen können bei den meisten. Weil, weißt du, da war noch einfach wirklich so ein Akt der absolut brutalen und ehrlosen Gewalt am Ende ist. Oh ja, und natürlich, Malfurium zu töten, ja gut, selbst wenn Malfurium das überlebt, überlebt es ja, könnte man halt ihren eigentlichen Plan halt immer noch umsetzen. Ja. Was sie dann macht, ist halt wirklich schon ein bisschen so, okay, jemand hat mal meinen eigentlichen Plan kaputt gemacht, okay, mache ich jetzt irgendwas komplett anderes. Ja, ja. Nicht das viel hilft. Stimmt schon, sehr impulsiv und so. Ich meine, genau die Woche die Cutscenes rausgekommen zu dieser Eroberung von Unterstadt und solche Sachen oder an der City. Ja. Das sieht man auch, dass sie halt ist schon sehr kühl ist, indem sie halt einfach die gesamte Stadt einfach komplett vergiftet. Sehr radikal in ihrem Vorgehen, ne? Was ich noch sagen wollte,
wie gesagt, das sind die Novellen, die eigentlich in der Collector's Edition sind. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied, und zwar die Novellen in der Collector's Edition sind illustriert. Also da sind halt auch Artworks drin. Das ist in den PDFs nicht der Fall. Wie bitte? Bestellst du dir eigentlich die Collector's Edition von WoW? Hatte ich vor, aber jetzt, wo die PDFs dazu so erschienen sind, mache ich es nicht mehr, weil das war der Hauptgrund, warum ich mir die Collector's Edition kaufen wollte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich meine, ist natürlich doof für die Collector's Edition Käufer, aber ich finde halt diese Kurzgeschichte, wenn man sie liest, ist tatsächlich halt sehr wichtig für den Start von Battle for Azeroth. Wenn man sagt, ja, die gibt es halt nur in einer 120 Euro teuren Collector's Edition, wer die halt nicht hat, hat Pech. Ist halt schon echt ein Shit-Move. Ja, stimmt schon, aber hast du recht. Das würde wahrscheinlich irgendjemand genauso. Ja, da gäbe es eine Abschrift. Ja. Ja, klar, aber natürlich. Das Ding ist ja, wenn du die Collector's Edition jetzt quasi rausnimmst, weil der Inhalt ist zwar da, es ist jetzt nur noch was, um es in der Hand zu haben, das ist der einzige Wert, den du quasi noch hast, und die Artworks, dann bleibt von der Collector's Edition halt nicht mehr viel. Da ist dann halt noch diese doofe Metallmünze drin. Dafür gebe ich aber keine 100 Euro aus. Ja, klar. Das hätte man sich halt bei Blizzard früher überlegen sollen, wie man seine Collector's Edition baut. Ich finde die Kurzgeschichte, wie gesagt, wirklich ziemlich wichtig eigentlich für das Gesamtgeschehen, um das zu vermitteln und sich so, und dann zu sagen, ja gut, wer das dann nicht hat, muss jetzt sich eine teure Collector's Edition kaufen. Oder dann in einer Woche oder so, weiß ich nicht, irgendwie online halbwegs unseriösen Seiten gucken, wo jemand das hochgeladen hat. Das finde ich halt schon ein bisschen sehr merkwürdig. Ja, finde ich auch. Wenn man Nebengeschichten abhandelt, solche Sachen, die wirklich nicht wichtig sind für den Gesamtverlauf, was ich sagen, ist das eine. Da hätte ich gesagt, okay, ja gut, wenn keine Ahnung, hätte man irgendeine Geschichte erzählt von irgendeinem Tauren, der, weiß ich nicht, irgendwo rumhüpft in der Nass und so und was weiß ich, ist ja nett und so, ist ja schön, das ist vielleicht eine andere Sichtweise kurz, aber das wäre jetzt nicht so. Die Geschichte will ich hören. Aber jetzt so eine Geschichte, die ja tatsächlich auch sehr im Falle hat von der Horde halt aus der Sicht von Swarfling so, und ich finde, das erzählt wird, halte ich halt schon für echt äquivalent. Ja. Aber es hängt halt auch mal an, dass ich denke, der Anteil an Fans, die die Story wirklich hart verfolgen, ist halt relativ gering. Das ist, ja, oder das heißt gering, aber es gibt, sagen wir mal, es gibt sehr viele, die es auch nicht interessiert und dann wird nur genervt. So. Aber wen es mehr interessiert, muss halt dann direkt eine Collector's Edition kaufen, die er vielleicht eigentlich nicht möchte. Kommen wir zum Mittwoch und da zur Team Sonic Racing, das neue Sonic Racing Game, was leider kein Sonic and All-Stars ist, sondern halt wirklich nur Sonic-Charaktere. Und da hat man ein paar Sachen vorgestellt, die es eben ja in dem Spiel geben wird, an Gameplay-Mechaniken. Also zum einen sowas wie eine Art Windschatten, das heißt ein Slingshot, wenn ihr hinter jemanden, einem Teamkameraden herfahrt. Ihr habt einen Burnout-Modus, wo ihr quasi die Gegner ausschalten müsst, und wenn sie halt raus sind, dann sind sie halt raus. Halt mit eurem Team-Modus. Genau, wir können im Teammodus quasi, also es ist ein Teammodus, wir können im Teammodus auch Items tauschen und so weiter und so fort, wenn halt jemand ganz hinten ist und er braucht halt das Äquivalent zum blauen Shell aus Mario Kart, dann kann man ihm halt geben. Natürlich ein Ultimate-Modus, wo ihr halt quasi Sachen sammeln müsst, um halt einen super Team-Speed-Modus fürs ganze Team freizuschalten und so weiter und so fort. Ja. Mir ist immer noch ein bisschen persönlich zu langsam, das Gameplay, was man für den Channel ist. Ich weiß nicht, ob das einfach nur auf der niedrigen Schwierigkeitsgrad aufgenommen wurde oder so, aber es wirkt halt abseits vom Boost halt doch schon sehr langsam. Ich hoffe, da gibt es halt noch ein bisschen mehr. Ansonsten ist halt natürlich der große Unterschied halt zu Marco, ist halt dieser Team-Aspekt, dass man halt nicht einzeln antritt gegeneinander, sondern halt wirklich als Team kämpft und sich mit ultimativen Fähigkeiten oder halt auch Fähigkeiten austauscht, untereinander hilft, versucht halt möglichst nach vorne zu kommen. Könnte tatsächlich sehr interessant sein, aber muss man mal sehen, wie das steht. Es gibt leider immer noch keine Release-Termin, sondern einfach nur Winter 2018. Ist jetzt ja nicht mehr so lange hin, theoretisch. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass das halt so ein bisschen nicht so gut wird. Also, wie soll ich das erklären? Mir geht's genauso. Ich habe auch das nicht gesehen. Ich meine, für mich ist Sonic and All-Stars Racing Transformed halt immer noch das beste Mario Kart-eske Spiel auf dem PC. Und ich hoffe eigentlich, dass das Ding halt nicht gut wird. Ja, könnte sein. Ne? Ich hoffe, das ist halt immer noch mein Trauma von Micro Machines. Ja, gut. Wo ich so dachte, oh, die Trailer sind so geil. Und dann kommt das Spiel raus und alles, was in den Trailer zu sehen ist, war alles, was im Spiel drin ist. Tja. Hast du ja zu viel gemacht, nein, das ist doch ganz gut. Aber wie gesagt, es sind immer noch die gleichen Entwickler, also eigentlich sollte es nicht so schlecht werden, theoretisch. Ja.
Die Roadmap von PUBG. PUBG, ein Spiel, welches tatsächlich seine einige Probleme hat und in denen sich wieder jetzt das große Make PUBG Create Again Webseite quasi gestartet, die Fix PUBG heißt. Und da hat man in der kleinen Roadmap, zeigt man auf, was in den nächsten 3 Monaten an neuen Dingen uns noch erwarten werden. Also Server-Performance, die halt überarbeitet werden muss. Der Network-Code wird überarbeitet. Das halt im September kommt dann quasi das Parachute-Movement, also von dem Fallschirm. Und die Airplane-Sequenz wird überarbeitet und optimiert und so weiter und so fort. Natürlich auch Anti-Cheat über die nächsten 3 Monate ein großes Thema und Bugfixes. Ja, ganz nett. Ja, nicht nur ganz nett, das ist wahrscheinlich sehr, sehr wichtig. Es ist für PUBG sehr, sehr wichtig, denn es sagt schon alles, dass es halt auch Fix PUBG heißt, weil das eins der großen Probleme seit mindestens seit Version 1.0 gewesen, dass PUBG sehr viele Probleme hat im clientseitigen Bereich oder natürlich auch im Serverbereich und solche Sachen. Also gibt es sehr, sehr viele Probleme, die einfach technischer Natur sind, die gefixt werden müssen, damit das Spiel einfach besser läuft. Und jetzt hat man halt angekündigt, dass man innerhalb der nächsten 3 Monate das alles nach und nach beheben möchte, so gut es natürlich geht. Man wird natürlich jetzt nicht im Oktober sagen, jetzt perfekt, jetzt läuft PUBG technisch 100% zu 100%, sondern man möchte einfach die gröbsten Fehler einfach bis dahin beseitigt haben und hat dafür halt diese Roadmap veröffentlicht, wo man aktuell steht, was geplant ist, solche Sachen. Und ich glaube, das ist, wenn sie es schaffen, endlich, wenn Blue endlich mal tatsächlich das auch umsetzt, wie sie geplant haben, dann ist das sehr, sehr gut und sehr wichtig für PUBG, damit es auch in Zukunft noch sehr, sehr gut läuft und solche Dinge. Aber mal abwarten, denn Blue Hole hat in letzter Zeit, in der Vergangenheit schon sehr viel angekündigt, was am Ende weniger so umgesetzt wurde, wie man es gehofft hatte. Ne, mal sehen. Steep hat eine interessante Sache auf Twitter losgelassen, denn Steep, was ja eigentlich relativ erfolgreich war, obwohl es ja eher ein Spiel, es war erfolgreich, weil es wahrscheinlich das einzige Spiel ist in dieser Art. Hätte man viele Sachen wahrscheinlich besser machen können. Aber interessant ist ja, dass das Ganze für die Switch erscheinen sollte auch noch. Ubisoft ist ja gar nicht so schlecht da drin, die Switch zu supporten. Aber das Ganze, ja, ist jetzt für Steep nicht der Fall, denn Steep würde für die Switch nicht mehr kommen. Zumindest wurde die ganze Arbeit jetzt erstmal eingestellt dafür. Man möchte sich auf das Live-Game, also das Spiel, was jetzt schon draußen ist, konzentrieren. Und da halt neuen Content produzieren und natürlich Sachen überarbeiten und neue Challenges einfügen und so weiter und so fort. Und ja, also erstmal kein Steep auf der Switch. Ja, wird es wahrscheinlich auch nie kommen. Wahrscheinlich werden einfach technische Probleme gehabt haben für so eine Online-Open-World, was weiß ich, welche Probleme man auch hatte. Das lief ja selbst schon auf der PS4 und Xbox One und auf dem PC, zumindest von dem, was ich damals gespielt habe, nicht so super reibungslos. Vielleicht hat es da einfach, ja gut, nicht geklappt. Ist zwar schade für die Switch-Nutzer, aber es ist nicht der größte Verlust. Ja. Nächste ist Red Dead Redemption 2. Du hast übrigens was übersprungen, Jens. Ah, was habe ich denn übersprungen? Zwischen Steam und PUBG. Vollkommen unwichtig übersprungen. Denn da wurde was veröffentlicht von Blizzard, nämlich auf den verschiedenen Diablo-YouTube-Channeln wurde die Zukunft von Diablo als Video veröffentlicht. Ist 1 Minute lang und viel Blabla. Hätte man sich natürlich auch über seine eigenen jetzt noch laufenden Seasons auf die Schulter klopft, die, ja, ne, sind halt Diablo-Seasons. Für uns ist Diablo ja auch tot gewesen. Aber das ist dem wohl auch nicht so. Blizzard hat wohl Diablo nicht vergessen, denn es wurde auch in einem Nebensatz quasi erwähnt, dass man an verschiedenen Projekten an Diablo arbeitet oder an verschiedenen Diablo-Projekten arbeitet. Was genau das ist, weiß man nicht, aber vielleicht bekommt man ja, vermutlich nicht auf der Gamescom, aber auf der BlizzCon, ja, Andeutung, Teaser für einen Diablo 4. Genau, also man sagt halt schon so, ja, wir haben mehrere Projekte in Arbeit und manche brauchen etwas länger als andere, aber möglicherweise können wir euch ja noch in diesem Jahr etwas davon zeigen. Dieses Jahr ist jetzt nicht mehr so viel für Blizzard Zeit. Gamescom glaube ich eher weniger, das wäre doch schon sehr zeitnah, wenn man jetzt ankündigen würde. Bezüglich Diablo, da müsste man nicht so ein Video machen, sondern könnte man vielleicht anders das anteasern, sondern ich glaube, das ist eher auf die BlizzCon bezogen, dass man, weil dieses Jahr hätte man ja auf der BlizzCon gar nicht so viel zeigen, man hat kein neues Video Add-on, weil das kommt ja erst jetzt die Tage raus. Wäre ein bisschen doof, wenn man dann schon sagt, so auf der BlizzCon, ja, übrigens hier ist das nächste Add-on. Das wäre, glaube ich, ein bisschen sehr frühzeitig. Ich glaube, dann wird das nächstes Jahr das nächste WoW Add-on gezeigt als Großankündigung. Overwatch hat man jetzt auch, ja gut, gibt und nicht mehr Erweiterungen und solche Sachen, aber man hat jetzt wirklich nicht so das nächste große Ding. Und da könnte man tatsächlich vielleicht dieses Jahr was Neues zu Diablo zeigen. Ich weiß nicht, ob es schon Diablo 4 ist. Ich könnte mir sehr viele verschiedene Dinge vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man Diablo 3 für Nintendo Switch erstmal ankündigt. Das wird aber nicht groß genug sein, dass man die Leute beruhigt, sondern sagen, ja, yeah, cool, die Switch-Nutzer haben halt Diablo dann. Aber das mit uns, die am PC das Spiel oder auf den anderen Konsolen schon lange unterstützt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht noch einen DLC parat hat oder sowas. Oder
was ich vielleicht auch so ein bisschen hoffe, wäre natürlich ein Diablo 2 HD Remake. Am Ende kommt eine neue Klasse und das war's für 15 Euro. Das habe ich mir auch so, aber so ein ganz schäbiges Add-on. Kann natürlich sein, das ist kein Add-on, das ist ein DLC. Oder DLC. Und Skins oder sowas. Ja, wenn man das irgendwie schafft, tatsächlich, Skins hätte ich gar kein Problem damit, wenn man dann sagt, dass man auch dafür wieder mehr inhaltlich auf der Seite ein bisschen wieder mehr zuschlägt. Ist ja kein Problem, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt Skins drin, die müsst ihr halt bezahlen, wenn ihr die haben wollt, aber mit diesen finanziellen Einnahmen finanzieren wir halt den Rest der Inhaltsentwicklung von Diablo 3, dass man auch dann Seasons wieder deutlich umfangreicher hat und neue Inhalte bringt. Kein Problem, kann man gerne machen, aber nur andersrum wäre es halt ein bisschen scheiße. nee, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass dann, also Diablo 4 wäre, glaube ich, vielleicht ein bisschen zu früh, denn das klingt schon, also wie sie ja sagt, manche brauchen halt etwas länger als andere. Klingt halt schon danach, als würde Diablo 4 noch ein bisschen länger im Ofen brauchen. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht tatsächlich halt ein Diablo 2 HD Remake im Stil halt von diesem StarCraft HD Remake bringen könnte. Das könnte sein. Oder Mobile App. Oh Gott, bitte keine Mobile App. Irgendwas macht Blizzard da ja. Also. Ja, aber ich hoffe es nicht. Ich glaube, man weiß auch selbst, dass das wahrscheinlich, wenn man nur eine Mobile App ankündigen würde, würde das wahrscheinlich bei der Diablo-Community echt nicht gut ankommen. Ja, sag das mal EA und Command & Conquer. Ja, deswegen weiß man, dass das nicht gut ankommt. Also, von da lässt man das lieber anderen Firmen machen. Ich glaube, wie gesagt. Ja, vielleicht denkt sich Blizzard auch so, okay, aber wenn wir es machen, welche Marke würde am wenigsten wehtun? Ja, ich weiß ja nicht, wie gesagt, das. Na gut, dann könnte eher StarCraft weniger wehtun, ne? Huseverkehr, Support StarCraft. Ja. Aber StarCraft wird ja noch nicht für E-Sports, ja. E-Sports, wen juckt denn E-Sports? Ist ja nicht mal bei Olympia der Kack. wie gesagt, ich kann mir gut. Ein großes Add-on für Diablo 3 kann ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen, weil man hat sich jetzt in den letzten 2 Jahren so wenig Content für Diablo in der Hinsicht gebracht, dass ich mir einfach schon gerne aus der Nähe kommt und sagt, hey, hier übrigens noch ein Add-on, was ihr bezahlen müsst, weil die Leute werden sehr skeptisch und sich sagen, hey, warum sollte ich jetzt noch für ein Add-on Geld ausgeben, wenn ihr danach das Ding halt wieder fallen lasst wie eine heiße Kartoffel und so. Ich glaube, das ist schon sehr viel Erdboden verbrannt in der Hinsicht. Aber Diablo 2 HD kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist echt. Das ist eine gute Möglichkeit. Habt erstmal hier die ganzen Nostradinos oder ich bekomme halt den Shit und nächstes Jahr dann vielleicht oder in 2 Jahren dann Diablo 4 oder so, keine Ahnung. Je nachdem, was man da bringt. Ja, so ein Teaser-Trailer noch mit Logo oder so. Ja. Diablo 4. Und man hat dann so 4 Striche wie bei Black Ops. Ja. Wir 2020 wird das Diablo Century, bla bla bla. Ja. Bullshit. So, Red Dead Redemption 2, eins der großen Titel noch für dieses Jahr. Und da gab es ein neues Gameplay-Video. Und wenn man da schon Gameplay-Video. Ja, genau. Wenn man da schon Gameplay-Video liest, denkt man vielleicht, oh ja, 5 Minuten Cutscenes und dann 1 Minute Gameplay. Aber es ist tatsächlich 99% tatsächlich Gameplay. Und man erstellt quasi alle wichtigen Gameplay-Elemente erstmal vor, bevor man dann in zukünftigen Videos über andere Dinge reden möchte, wie zum Beispiel Missionen und so weiter und so fort. Hier also, was uns die Welt bietet von sehr innovativen, anscheinend neuen cineastischen Kampfsystemen, dass man sich halt gegenseitig in Bars und Saloons auf die Fresse hauen kann. Das neue Gunplay wird vorgestellt, also den Action-Shot, also wo alles Slow-Mo wird und man die, was man da eben aus Red Dead Redemption 1 kennt. Außerdem die Welt wird natürlich vorgestellt, von Wüsten, Sümpfen bis kleinen Saloonstädten, die man aus Lucky Luke kennt, zu den großen Städten, die es ja dann zu der Zeit schon gab. Leute vergessen gerne, dass der Wilde Westen eigentlich erst seit 100 Jahren vorbei ist. Also da gab es schon vernünftige Städte in den USA. Also bei mir in der Stadt ist der Wilde Westen noch nicht vorbei. Der Charakter wird natürlich vorgestellt und seine Bande, was einen sehr integralen Bestandteil bilden soll, der uns als unser sozialer Hub quasi dient. Man ist mit der Bande immer von Ort zu Ort unterwegs. Und wenn man eine Deal oder was ausgeräumt hat, dann muss man natürlich weiterziehen, um nicht erwischt zu werden. Da baut man dann Camps, kann sich mit den Leuten dort unterhalten, kann mit dem pokern, kann sonstige Dinge tun, kann mit den Freundschaften aufbauen, man muss sich um sein Pferd kümmern. Je besser das Bond mit dem Pferd ist, umso besser reagiert das Pferd auf Dinge, muss jagen, um Nahrung zu sorgen fürs Camp, was ich mir sehr nervig vorstellen kann. Man kann halt eben die Welt, die sich man angeblich... Man muss übrigens nicht jagen gehen. Ja, man muss es das nicht ist aber. Man kann auch sagen, nö, will ich nicht, weil ich ja keinen Bock darauf habe. Aber da muss man auch mit den Konsequenzen leben. Das ist das große Ding, was Rockstar Games halt mit Red Dead Redemption 2 bringen möchte, nämlich eine große, lebendige Welt, die wirklich zu jeder Zeit halt wirklich lebendig ist und dynamisch reagiert auf das, was du halt machst.
Das heißt, man ist auch nicht mehr gezwungen, wenn man jetzt Scheiße gebaut hat, den Sheriff zu töten, sondern man kann theoretisch auch versuchen, sich rauszureden. Ja, man kann auch generell, wird dir einfach nicht nur der Sheriff was nachtragen, wenn du jetzt einfach auf der Straße jemanden tötest und es gab eine Zeugen, du hast es nicht mitbekommen. Und ich hoffe, das wird logisch umgesetzt, nicht einfach nur, dass jeder sofort weiß im Universum, was keinen Sinn macht. Dann sind auch die Leute auf dich sauer, weil du quasi den Cousin dritten Grades von der Mary Beth da umgelegt hast. Außerdem hat man natürlich auch dann viele Entscheidungen darüber, ob man Leute vielleicht helfen möchte, die am Wegesrand ausgeraubt werden oder ob man sich einfach raushält, kann Zeugen zum Schweigen bringen, die einem dann vielleicht gesehen haben. Kann natürlich auch ganz normal einfach Berserk gehen, einfach alles umbringen, was geht. Das soll mit dem neuen Waffensystem, macht sogar sehr Spaß, man kann zwei Waffen gleichzeitig quasi tragen, also nicht nur pistolentechnisch, sondern quasi eine Schrotflinte in der linken Hand tragen, während man, also nicht schießend, aber zumindest direkt zum Ausrüsten tragen und die Pistole in der rechten. Ja, es sieht auf jeden Fall sehr schick aus, die Welt, und ich habe mega Bock auf dieses Spiel, vor allem das ist so Zucker. Man merkt ja, dass man ist ein bisschen vielleicht weniger risikoreich als bei GTA 5, finde ich, weil bei GTA 5 hat man zumindest ja mit diesen drei Charakteren versucht, das sehr groß auf die Beine zu stellen. Jetzt ist man wieder ein bisschen kleiner, ein bisschen ruhiger geworden in der Hinsicht, aber man versucht dafür, diese Welt halt nochmal deutlich lebendiger, dynamischer und so zu machen, und ich glaube, das kann richtig, richtig geil werden, wenn man so dieses klassische halt Rockstar Games kennt. Das ist halt teilweise bei den Open World spielt immer noch eine andere Liga zu vielen Punkten. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das am Ende alles so sein wird. Und es sieht halt optisch so schick aus. Und auch die Pferde, muss man ganz ehrlich sagen. Also alles, was er mit den Pferden macht, diese Bewegung und solche Sachen, das sieht halt schon richtig gut aus. Ich meine, in vielen Spielen sind Pferde echt nervig zu steuern, aber ich glaube, hier könnte es halt richtig geil sein. Ich hoffe halt wirklich, dass es diese ruhigen Momente auch geben wird. Ich gehe davon sehr viel aus. Ich glaube, man wird das immer noch gestrippelte System sein. Ich nehme mal, es wird auch in Red Dead Redemption 1 natürlich Seiten geben, wo man einfach nur von A nach B reitet, wo einfach mal eine sehr lange Zeit nichts passiert. Weil dort einfach nichts ist. Also damals wissen wir, seine Ruhe hat natürlich zu den sonst eher sehr geskripteten halt Rockstar-Games-Missionen, die man so kennt. Aber ich glaube, der Trailer wird deutlich auch nochmal, wahrscheinlich wird es tatsächlich am 26. Oktober erscheinen. Endlich für PS4 und Xbox One. Und das wird natürlich sehr, sehr spannend nochmal für die GOTY-Wahl, weil das ist ja doch durchaus ein Anwärter auf, ja, Lock auf das Spiel des Jahres, potenziell zumindest. Ja, ein Spiel, was auch von vielen Leuten erwartet wird, ist etwas Neues zu Child of Light oder Child of Light 2. Und da gab es einen kleinen, zumindest einen Teaser. Man hat quasi 3 Jahre gebraucht, um was Neues zu zeigen, nämlich, und alles, was wir sehen, ist ein kleiner Screenshot oder kleines Bild von der Switch, die Child of Light der Child of Light läuft, und das ist anscheinend Child of Light 2. Das, was dort auf der Switch läuft, ist Child of Light 1. Das hat man hat Ubisoft die wohl angekündigt, dass Child of Light und dieses erste Weltkriegsspiel, das Name mir gerade schon wieder nicht einfällt, für Valiant Hearts kommen beide für die Nintendo Switch. Aber man sieht auf dem Bild des Creative Directors halt im Hintergrund ein Dokument, wo Child of Light 2 steht. Also potenziell bekommt Child of Light halt tatsächlich einen Nachfolger. Finde ich ja sehr interessant. Das war ja doch ein sehr ungewöhnliches Ubisoft-Spiel mit der Ubi Framework Engine und diese etwas komplett in Reim verfasste Story mit Verbindung mit nur so einem klassischen JRPG-Kampfsystem. Also ist das sehr anderes gewesen, sehr ungewöhnlich, und freut natürlich einen, dass dafür tatsächlich noch ein Sequel kommt. Warum nicht? Ja, haben wir nächste News. Torchlight Frontiers, also das neue Torchlight-Spiel, kommt dann für die PS4, Xbox One und eben den PC raus. Sieht natürlich alles ein bisschen besser aus, immer noch ein Hack-and-Slash, quasi Diablo-Style. Mit den Pets, die ja ganz wichtig waren für das Ding, sollen mehr Pets geben, mehr von allem quasi. Grafikstil ist immer noch der sehr Comic-lastige. Und ja. Das ist diesmal komplett online. Und es geht halt wahrscheinlich eher so in die Richtung Path of Exile, wie man kennt. Man möchte halt, dass sie ein Action oder ein Shared World haben. Das heißt, man wird wahrscheinlich natürlich in gewissen Gebieten allein unterwegs sein können und sich halt durch haufenweise Gegner prügeln und hast nicht gesehen, wie man es aus den früheren Torchlight-Spielen kennt. Aber es wird dann wahrscheinlich genauso wie in Path of Exile natürlich gewisse Hub-Cities geben oder so, wo man auf andere Spieler trifft und sich verabreden kann, handeln kann und hast nicht gesehen. Mal gucken, wie das so wird. Man hat leider bislang nur so einen Cinematic-Trailer gehabt, der doch relativ klassisch aussah. Große Frage war natürlich erstmal, als die Ankündigung kam, wo ich dachte, Moment, das macht doch gar keinen Sinn. Man hat doch Runic Games erst vor wenigen Monaten geschlossen.
Anscheinend hat sich Runic Games schon vor einigen Jahren so die Hälfte getrennt und hat dann Extra Games gegründet unter Max Schäfer, der halt auch Torchard mitentwickelt hat und früher Diablo und solche Sachen. Und die machen halt jetzt tatsächlich das, was sie schon immer machen wollten, nämlich Torchard Frontiers, also das Torchard MMO in Anführungszeichen halt, also ein ja, Action-Rollenspiel mit sehr viel Online-Anbindung und das halt als Games as a Service natürlich fungieren wird. Grundsätzlich Bock drauf, ich mag Torchlight und das kann ja theoretisch funktionieren, siehe Path of Exile. Ich denke auch, dass auch Diablo 4 wahrscheinlich in Zukunft in eine ähnliche Richtung gehen wird, wie halt Path of Exile und jetzt das neue Torchlight und solche Sachen. Das wäre auch eine gute Diversität für das Genre. Sowieso, man kann, ich meine, diese Spiele laden ja im Grunde dazu ein, dass sie tatsächlich als Games as a Service gut funktionieren. Du wirst halt, du gibst den Leuten halt immer neue Items, neue Sachen, die sie wollen, oder halt solche neue Seasons wie in Path of Exile, so ähnlich halt solche Sachen, immer mehr Content an die Steigerung und kannst halt finanzieren halt eigentlich über Cosmetics, die halt dennoch ganz cool aussehen können. Oder halt über andere Dinge natürlich, aber das muss man mal gucken. Wie es jetzt bei Deutschland war, es noch nicht zum Finanzierungssystem. Einzige große Sorge, die mir bereit ist, halt, dass dahinter Perfect World steht und naja, Perfect World ist jetzt nur bedingt ein kundenfreundliches Unternehmen, meiner Meinung nach, bei ihren Free-to-Play-Spielen für die Mikrotransaktionen. Ja, sind sehr bekannt für. Das ist teilweise sehr hässlich und naja, die Update-Politik ist immer so ein bisschen fragwürdig, aber mal gucken. Ne? Fortnite, aber hätte ich Bock drauf. Fortnite, das große Ding, kommt mittlerweile ja auch für die Smartphones und einer davon ist, hatten wir letzte Woche das Thema gehabt, die Android Version, die ja nicht über den Google Play Store veröffentlicht wird, sondern über die eigene Seite. Und falls ihr jetzt schon Lust habt, das mal auszuprobieren, über die eigene Seite, dann müsst ihr einfach mal Android Beta googeln oder ihr geht bei YouTube in die Kommentarbox oder sonst wo und könnt euch dann für die Android Beta anmelden auf Epic Games eigener Seite. Falls ihr die folgenden Geräte habt, die dort eben genannt werden, also ich könnte zum Beispiel spielen, ich glaube, Rasels Handy ist auf jeden Fall nicht dabei. Nö. Ich will das aber, eh nicht spielen. Ja, ich will es auch nicht spielen, aber nichtsdestotrotz, also es sind eine Handvoll Geräte, die erstmal erlaubt sind, was nämlich bei Android mit der unglaublichen Vielfalt, die man da an Geräten und Möglichkeiten hat, echt schwer ist, da glaube ich eins dieser Produkte zu haben, wenn man nicht sehr viel Geld ausgibt. Nichtsdestotrotz, Fortnite auf Android in der Beta könnt ihr anmelden, falls ihr Lust drauf habt. Ja, auf Samsung Phones, also auf den neuen Samsung, ob denn alle Samsung Phones, die ja diesen Samsung Galaxy Store haben, kann man es ja jetzt schon spielen. Das war ja die einen Tag Exklusivität, die sie hatten, die Samsung Phones im Zuge der halt von der Ankündigung des Samsung Galaxy Note 9, mit einer extra Galaxy Skin und solche Sachen. Es ist halt Fortnite für Android im Großen und Ganzen und das kann man halt machen. Ich habe es jetzt die Tage tatsächlich mal kurz installiert auf mein iPad und boah, ich weiß nicht, wie man solche Spiele auf eine Touchscreen spielen kann. Das ist eine einzige Katastrophe. Ich habe es mit PUBG probiert. Ich habe sogar das erste Spiel, was ich gespielt habe und einzige gewonnen. Dementsprechend. Da spielst du aber gegen Bots. Ich weiß, anscheinend. Aber ich habe trotzdem meine Karriere, es ist ein 100% Winrate. Ich finde, diese ganze Steuerung ist echt... Es ist sie ist an sich ist sie ja gar nicht doof für so ein Touchphone, aber ich finde, das spielt sich dennoch einfach sehr unangenehm. Das spielt sich nicht schön. Wir kommen zu Discord und die machen was Interessantes. Also erstmal gibt es ja anscheinend einen Pay-Mode für Discord, der Discord Nitro heißt. Da kann man dann mehr größere Dateien hochladen bei Discord und so weiter und so fort. Das wird jetzt wahrscheinlich irgendwann fett released, weil das anscheinend nur in Nordamerika lief. Nichtsdestotrotz, man möchte dann auch noch weiter darauf hinarbeiten. Jeder, der Discord hat und Discord mal startet und dann quasi in einem Home-Interface ist, direkt beim Start, der sieht ja dann immer direkt schon, zumindest ich sehe das bei mir, die Spiele, die du letztens gespielt hast, kannst du da eigentlich draufklicken und der startet das automatisch. Du brauchst kein Steam öffnen oder sonst was. Es wird dann alles über Discord gelaufen und das ist so ein Ding, auf den sie aufbauen möchten, um später irgendwann einen eigenen Store in Discord einzubauen und damit hat man dann noch einen Store, den man Geld geben kann. Es ist jetzt nicht so wie bei Humblebundle, dass man sich da geht mal hin und dann kriegt man einen Key für Steam, sondern diese Spiele laufen dann auch zwingend über euer Discord-Konto. Ja, noch ein Klient. Ja, ich meine, grundsätzlich natürlich Discord verständlich, die haben irgendwie jetzt 150 Millionen Nutzer, das ist natürlich durchaus eine große Plattform, die man da bieten kann für Spieler und solche Sachen. Und sie kündigen zumindest an, man möchte halt keine einfach nur so rein Spiele reinpacken, sondern man möchte sich für Spiele entscheiden, die halt das Discord-Team für gut und empfehlenswert hält und solche Sachen. Aber dennoch halt, braucht es das denn wirklich? Brauchen wir noch einen Storefront mit Clientseite? Macht ja die Twitch-App auch. Ja. Ich, ne?
Aber da kriegt man die Spiele wenigstens geschenkt. Das ist ja was anderes. Ja, hier kannst du ja gut mit Discord Nitro Crystal mit oder auch anscheinend Spieler zum so also eine Spielebibliothek, die man nutzen kann jederzeit und solche Sachen. Solange sie ja Teil dieses Nitro-Abos sind und solche Sachen. Aber okay. Im Discord Store kann man dann. Ich glaube nicht, dass sie da mithalten kann. Glaube ich auch nicht. Also wie gesagt, ich kann es ja irgendwo verstehen, aber wahrscheinlich muss ich schon alles. Ich schon alles geschenkt bekommen habe von Amazon, hier Shadow Tactic, Supershot, Blaster Truck, das sind alles gute Spiele, so. Ich glaube nicht, dass Discord da mithalten kann. Ja, vor allem, ich finde es okay, we know it's frustrating to have a bunch of game launches. Ja, deswegen bieten wir euch einen eigenen an. Wahrscheinlich packen sie dann auch noch extra Werbung rein, das ist halt eigentlich genau das, was man, weswegen man Discord nicht oder genutzt hat, eigentlich. Ja, man möchte in eine Richtung gehen und ich glaube natürlich, ich kann es auch irgendwo verstehen, wahrscheinlich braucht Discord einfach auch langsam mehr Einnahmen in der Hinsicht, denn bislang ist das Ding ja komplett kostenlos, weil natürlich Nitron gibt es noch hier Sachen, aber das ist halt alles sehr zurückhaltend in der Hinsicht, so man möchte natürlich auch irgendwann Geld verdienen damit und man hat jetzt eine sehr große Nutzerbasis, die man vielleicht tatsächlich damit erreicht, punktuell und solche Sachen, aber ich finde es halt wirklich, also als Vielspieler, mich interessiert es halt überhaupt nicht, ich werde wahrscheinlich nie ein Spiel über Discord kaufen. Und es ist halt komplett konträr zu dem bisherigen Konzept. Das war irgendwie so ein Ding für mit Unterstützung für Developer, mit irgendwie den Gaming-Jargon eingebaut. So ein bisschen Other Players zumindest, unter Anführungszeichen. Ich weiß doch, wie Maurice in der Option von Discord war, meint, kann das niemand normal hinschreiben? Ja, mich hat das von Anfang an genervt. Kommen wir jetzt zur... Also, ich will nicht von meinem Programm Kumpel genannt werden und weiß ich nicht. Nicht? Nee. Dürfen wir dich Kumpel nennen? Ja. Cool. Kommen wir zu Destiny 2 Forsaken. Das kommt am 4. September raus. Und das Ganze bringt ja nicht nur erstmal neues Add-on und neue Fähigkeiten und so ein Kram, sondern auch ein neues Endgame-Area. Das heißt diesmal The Dreaming City. Und dort möchte man Leute die Möglichkeit geben, Rätsel zu lösen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, natürlich dann auch irgendwie einen Horde-Modus oder so weiter und so fort. Ich weiß gerade nicht, ob das PvP auch in dieser Welt dann spielt. Ich glaube, ich müsste es dann auch, nicht? Nee? Okay. Es gibt doch kein Open-World-PvP in Destiny. PvP ist in Destiny komplett separat für sich gehalten. Hier ist einfach wirklich ein weiteres Gebiet in dem Add-on halt, was relativ groß sein soll, was einerseits natürlich Solo-Content bieten wird, wo man neue Quests hat und solche Sachen und Puzzle lösen kann. Es gibt halt neue, diese Open-World-Aktivitäten, die man machen kann und natürlich auch einen ganz großen neuen Raid. Nicht nur ein neuer Raid leer in diesem großen Schiff, sondern tatsächlich ein komplett neuer Raid, der von Grund auf neu entwickelt wurde und solche Sachen. Also, aber die Welt sieht halt richtig cool aus. Insgesamt hat Bungie die Woche halt noch abseits vom Trailer noch sehr viel Neues angekündigt und Destiny 2 wird halt mit diesen Add-on und auch demnächst halt mit den großen Patch, der kommt glaube ich am 24. oder 28. August raus, ich weiß gerade nicht ganz genau, also mit dem Pre-Patch zum Add-on wird Destiny 2 wieder mehr so wie Destiny 1, also mehr so wie Destiny 1 The Taken King. Es gibt halt wieder Waffen, die halt mit zufälligen Perks ausgestattet sind. Es gibt halt komplette Änderungen an diesen ganzen Heroic Strikes und Nightfalls und was gesagt. Also es ist richtig, richtig viele Änderungen, die meisten, zumindest was ich mitbekomme, die meisten Destiny-Spielern tatsächlich entgegenkommen und sie scheinen es jetzt mit dem Addon tatsächlich wieder rumdrehen zu möchten. Man hat es ja schon bei Destiny 1 mit The Taken King versucht, halt in die richtige Richtung zu bringen und jetzt muss man es bei Destiny 2 mal wieder machen, warum auch immer, aber hey, warum? Sie scheinen zumindest jetzt wieder gesehen zu haben, okay, das ist dann doch eher das, was die Leute möchten. Die Frage ist halt, warum nicht gleich so? Ja, das ist die große Frage. Aber die kann dir leider keiner beantworten. Wahrscheinlich, weil man wieder sich irgendwie in der Entwicklung überrannt hat, was weiß ich. Es gibt wahrscheinlich 1000 Gründe dafür, aber sie scheinen zumindest mit jetzt Forsaken in die richtige Richtung wieder gehen zu können, zu wollen. Kommen wir zu Path of Exile und die machen auch was Neues. Da gibt es eine neue Erweiterung oder ein neues Update, was ganz viele neue Sachen bringen soll, nämlich einmal die Azurit-Mine, die ist ein neues Gebiet. Das ist erstmal ganz cool, aber es kommt was ganz Neues damit dazu, denn das wird ein quasi endless Dungeon werden in eben diesem Add-on, das die Delph heißt. Und dort geht es halt so, dass da die Delph, was irgendwie was sehr Dunkles ist, eben diese Mine befallen hat. Und man kann eben sich durch diese Mine unendlich durchboxen. Je tiefer man kommt, umso schwieriger wird es, umso besseren Loot bekommt man und so weiter und so fort. Es gibt dann auch neue Fertigkeiten, die halt eben von dieser Delph-Liga da benutzt wird. Die kann man dann selbst benutzen. Neue Gegenstände natürlich, neue Reliquienkammer, die dann wahrscheinlich alle 5 Level
da sind oder so, weiß ich nicht. Kann man natürlich auch schon ein paar Sachen vorher kaufen zum Aussehen. Ja, sieht erstmal, ich meine, ich kommt in 19 Tagen raus quasi, und dann 20 Tagen oder was auch immer. Und ich finde ja ehrlich, was Path of Exile da macht oder die Leute, die setzen da wenigstens noch Arbeit rein. Ja, ist auf jeden Fall wieder eine große Erweiterung. Ich finde die Idee eines endlosen Dungeons, also ein Action-Rollenspiel, ist eigentlich so naheliegend wie nichts anderes. Ja. Das passt ja im Grunde wie Faust auf Auge. Kommt ja auch schon in 19 Tagen raus. Und dann noch einmal ganz lange einen Vortrag zu The Quiet Man. Ja. Ganze ist in Japanisch, von daher ist jetzt nicht wirklich viel Verständnis dafür, aber falls ihr euch erinnert von der E3, das Ganze war ja der Square Enix-Titel, wo der Herr, der nicht sprechen kann und nicht wirklich hören kann, also weil er halt stumm ist, in diese Gasse reingeht und ein Live-Action-Shot und dann wird das Ganze zu Gameplay übergeschaltet und der verprügelt dann die Leute. Und das wird halt hier ein bisschen näher vorgestellt, wie dieses ganze Live-Action zu Videospiel überhaupt funktionieren soll. Genau, Erklärung ist natürlich ein bisschen schwer, weil wir kein Japanisch können. Aber immer noch ein interessantes Konzept. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ja, ich finde das Konzept interessant, aber das, was wir hier an Gameplay sehen, ist sehr durchwachsen. Das ist noch lieber ausgedrückt. Also, das sieht optisch teilweise gut, kann natürlich auch so ein Stream liegen, aber sieht optisch nicht sehr hübsch aus. Und die Animationen sind teilweise, also die Laufanimationen denkst du oder so, what the fuck, bin ich jetzt im Jahr 2000 zurück oder so. Das sieht echt teilweise ganz, ganz schrecklich aus. Man möchte gar nicht glauben, dass dahinter Square Enix eigentlich steht als Publisher oder so, sondern man glaubt, dass es vielleicht irgendwo so ein Indie-Spiel oder so, wo es vielleicht noch verstehen könnte. Aber nein, das ist halt tatsächlich ein Spiel von Square Enix und halt Human Head Studios, also die Leute, die einst mal Prey 2 machen sollten, was aber nicht draus geworden ist. Jetzt machen sie halt sowas. Nun ja, weiß ich nicht. Also da müsste halt schon die Story richtig viel rausreißen, dass man sich dieses Gameplay teilweise geben möchte, weil das sieht echt wirklich sehr durchwachsen aus. Vor allem soll das Spiel noch dieses Jahr rauskommen. Ja. Nee, danke. Dinge, die sich gut verkaufen, dafür auf der anderen Seite, ist eine PlayStation, das sind die PlayStation 4 und die haben jetzt quasi über 500 Millionen Mal sich verkauft, die PlayStation 4, also alle Editionen davon, die Slim, die PlayStation 4 und eben die PlayStation 4 Pro. Und zur Feier davon, wie man das eben halt auch schon bei dem Jubiläumskonsole gemacht hat, gibt es limitierte Editionen, die 50.000 limitierte Exemplare, die verscherpelt werden, quasi verschenkt, Gewinnspielen. Was? Die kostet 500 Euro. Es werden nur ein paar Gewinnspiele verloren. Also, okay. Also, gut. Aber ansonsten, wenn man sie halt so hat, kann man sie auch für 500 Euro kaufen, wenn man ein Exemplar irgendwo erhält. Ja. Gut, nichtsdestotrotz, gut. Hat man es schon so gemacht, mal. Ist ja gar nicht so schlecht. Ja, muss man sagen, es ist halt ein dunkelblaues Transparenzdesign. Das heißt, spätestens wenn man die PS4 dann anschaltet durch diese blaue Powerleiste, sieht man dann auch das Innere der Konsole. Ich bin ja so gar kein Fan von diesen Transparenzdesigns. Ich weiß, dass das irgendwie sehr viele Leute cool finden und solche Sachen. Ich finde die eigentlich fast immer hässlich. Ich will auch nicht das Innere sehen. Ich finde das immer so, ja gut, dann sehe ich halt eine Festplatte und ein paar Platinen und solche Sachen. Ist ja ganz nett, aber weiß ich nicht. Dann habe ich lieber so, also ich hätte es in diesem kompletten Dunkelblau eher wahrscheinlich cooler gefunden, als in diesem Transparenzdesign. Auch wenn ich sie mir trotzdem nicht kaufen werde, aber 500 Euro ist mir einfach zu viel und ja, wie gesagt, ich brauche jetzt eigentlich keine neue PlayStation 4 aktuell. Auch der Controller ist übrigens auch transparent gehalten, das finde ich auch sehr merkwürdig. Gab's da damals die PlayStation 2, die da auch so spezielle Controller, ja, die transparent waren? Die sind, gab ja auch beim GameCube, beim Nintendo 64 gab es ja auch dieses transparente sein. Oh ja. Ich fand die immer hässlich. Ja, fand ich auch nicht so cool. Ich finde, ich meine, ja cool, dann sehe ich halt das Innere, aber es ist halt wirklich, wie gesagt, das sind halt Platinen und Festplatte und sowas. Ist das so spannend? Ja, kommen wir drauf an. Manche stehen halt drauf. Ja. So. Die von euch, weiß ich nicht. Die von euch, die Steam geöffnet haben in den letzten Tagen, werden wahrscheinlich schon gesehen haben, was es gerade ist am Wochenende oder war. Nämlich die QuakeCon in Gaylord in Texas. Und dort gibt es natürlich gab es endlich neues Gameplay zu Doom Eternal oder erstes Gameplay. Wir hatten ja auf der E3 nur einen kleinen Trailer gesehen. Sieht aus wie Doom, muss man ja auch nicht wirklich viel ändern, ist eine Erfolgsformel, wenn man den Namen Doom da stehen hat. Gute Musik, viel Dämonen, viel Tod. Es gibt, denke ich mal,
die alte Weisheit in Dark Souls, bist du mit Dämonen eingesperrt und in Doom sind die Dämonen mit dir eingesperrt. Sieht man hier wieder sehr schön. Ja, es sind halt 25 Minuten, eine halbe Stunde Gameplay, wenn man sich rumklickt und das heißt zumindest das Ding von der Panel und ja, sieht halt wie Doom aus. Es ist halt Doom auf der Erde. Also, naja, gibt halt natürlich, wie sie schon auf der Erde angekündigt haben, viel mehr Dämonen und solche Sachen, also Dämonenarten. Sie haben ein paar Altbekannte dabei, ein paar neue hinzugefügt und solche Dinge. Aber es gibt auch natürlich beim Gameplay immer doch ein paar Neuerungen. Die Side-Strifing ist halt auch deutlich schneller oder generell jetzt drin. Man hat jetzt die Super-Shotgun, die mit einem, die perfekte Kombination einer Shotgun ist, denn die hat einen Grappling-Hook, mit dem man sich an Gegner ranziehen kann. Und das macht ja mega viel Sinn. Man zieht sich auch direkt, drückt den Gegner dann direkt eine Doppelladung, guckt in den Kopf. Natürlich die Dämonen natürlich und solche Sachen. Es wird natürlich dadurch viel mehr Vertikalität im Gameplay geben, weil man jetzt einfach höher weiterkommt mit dieser, mit diesen Grappling-Hook und solche Dinge. Das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein. Es gibt auch ein paar Neuerungen in Sachen Online-Modus, denn es wird eine Funktion geben, ähnlich wie in Dark Souls oder Watch Dogs. Man kann Gegner invaden, so den, die Kampagne des anderen Typen invaden. Als Dämon, sogar als Gruppe zusammen kann man sie invaden und ihnen halt auf den Sack gehen oder ihn vielleicht sogar töten und solche Dinge. Wer das natürlich nicht möchte, kann das natürlich optional komplett deaktivieren. Ansonsten hat man noch gesagt, man wird noch weitere Funktionen bieten für soziale Interaktionen. Hat dazu mehr oder weniger geschwiegen, außer dass halt der Snap-Map-Editor aus dem Vorgänger nicht mehr drin ist. Stattdessen wird es natürlich Multiplayer-Modus geben, der bei id Software selbst entsteht diesmal, mit eigenkreierten Maps und solche Sachen, aber nicht nur mit Snap-Map, also dieser Karten-Editor ist komplett gestrichen. Gleichzeitig hat man gesagt, man möchte mit Doom Eternal jetzt ganz offiziell halt ein Doom-Universum erschaffen und wird dafür auch sehr viel Lore-Sachen bieten und hast nicht gesehen oder auch ein, man sieht dann auch noch so eine Map, die sehr, sehr düster ist, eher architektonisch so ein bisschen Dark Souls aufgebaut ist und solche Dinge sind. Mich erinnert es mehr an Quake in diesem Moment, aber vielleicht wird ja auch Quake irgendwann in dieses Doom-Universum eingebaut, wer weiß das schon. Ansonsten sieht es halt wirklich fantastisch aus. Das ist halt immer noch so diese ganz klassische, tatsächlich diese modernisierte Doom-Formel. Der alte Shooter halt nur halt in leicht modernem Gewand und ich habe wirklich Bock drauf. Ja, außerdem mehr Gameplay zu einem anderen Bethesda Softworks-Titel, nämlich Rage 2, welches ja zusammen mit den Avalanche Studios, also id Software und Avalanche Studios zusammen entwickelt wird. Hatten wir auf der E3 erstmal was gesehen, sah ja schon damals sehr cool aus, hatten da Parallelen zu Borderlands gezogen. Was also einfach nur crazy Open-World-Shooter, sehr viel Humor und so weiter und so fort, mit viel Brutalität. Problem dahinter ist nur, die Parallelen kann man nur vom Aussehen her ziehen, denn das Ganze wird, wie jetzt auch bekannt gegeben worden ist, kein Multiplayer enthalten, also kein Koop. Dementsprechend für mich in der Hinsicht dann erstmal uninteressanter. Tatsächlich für mich auch. Ich meine, das Gameplay, das hat die erweiterte Demo von der E3 nochmal mit den etwas längeren Fahrzeugsequenz, dass man halt auf mehrere Fahrzeuge kämpft, diese ganzen Überfall-Szenerieartigen Kämpfe hat und solche Sachen auf riesige Panzer, hast du nicht gesehen. Und später halt das Rage 2 erweiterte Gameplay, dass man tatsächlich auch so ein bisschen Doom-esque natürlich ist, sehr Action-Arcade-lastig gezogen vom Gameplay und Gunplay her, mit natürlich noch ein paar sonderhaften Fähigkeiten. Aber das Problem, was Jens auch natürlich sagt, ist halt natürlich, das sieht alles ganz cool aus, muss ich ganz sagen, das sieht auch sehr spaßig aus. Die große Frage ist natürlich, ist es halt Avalanche Studios und deren Halbwertszeit von deren Open-World-Spielen finde ich ist immer sehr durchwachsen bis sehr, sehr schwach. Also Just Cause macht mir halt auch 2-3 Stunden Spaß und danach reicht's aber. Tatsächlich, da muss ich halt nicht nochmal mehr davon sehen, sondern ist dann auch okay. Reicht mir auch und ich weiß nicht, ob das hier bei Rage 2 nicht vielleicht ähnlich werden könnte. Das macht dann wahrscheinlich echt ganz gut Spaß, aber ob die Story oder interessanten Quests, das tatsächlich halten können, weiß ich nicht, weil da haben die Avalanche Studios halt bislang nur selten mich überzeugen können. Und rein fürs Gunplay sieht halt sowas wie Doom um einiges spaßiger aus. Einfach. Ja, genau, vor allem, weil man einfach dann klare lineare Level hat, wodurch auch wahrscheinlich mehr Abwechslung geben wird, als vielleicht potenziell in Rage 2. Und es ist halt ein Open-World-Shooter, das heißt, es wird wahrscheinlich potenziell wieder viel zu lang sein, was mich halt schon nervt, dass so ein Spiel hat, könnte es halt sehr, sehr kritisch werden. Da finde ich halt so, deswegen wäre Koop geil gewesen, wenn man zusammen zwei, zu dritt, zu viert spielen könnte. Wäre es halt super mäßig, weil dann kannst du das sehr viel kaschieren in dieser Hinsicht. Aber so alleine, weiß ich nicht, bin ich echt sehr gespannt drauf. Grundsätzlich, aber das Gunplay sieht dennoch richtig gut aus.
Dann zu guter Letzt noch Quake Champions auf der E3 gab es dieses große Ding, wo man gesagt hat, jetzt könnt ihr es für eine Woche quasi aktivieren auf eurem Steam-Account oder Bethesda-Account und dann habt ihr es. Also die kostenlose Version davon und dann gefragt, ja, warum release das denn nicht dann sowieso schon? Hat jetzt dann halt quasi einen Monat gedauert oder ein bisschen länger und ja, jetzt ist Quake Champions quasi frei, Free-to-Play, könnt ihr euch Free-to-Play-Version geben oder halt eben das Spiel kaufen, wenn ihr alle Helden haben wollt. Ja. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt, ob es der Popularität so gute tut, denn solche Arena-Shooter haben es ja doch nicht allzu leicht gehabt in den letzten Jahren und solche Sachen, von daher mal gucken. Neu ist jetzt auch, dass der Death Knight drin ist aus Quake, von daher auch, was viele noch an Hinweis darauf sehen, dass möglicherweise tatsächlich auch in Zukunft auch ein neues Singleplayer-Quake folgen könnte vielleicht. It's ja, Quake. Dann zu guter Letzt der Sonntag noch mit der Suda51, einer der wahrscheinlich weirdesten Spielentwickler da draußen. Und der hat irgendwann mal 2015 Let It Die gemacht, was ich auch mal im Stream gespielt habe auf der PS4. Jetzt wird das Ganze nochmal für den PC erscheinen. Ja, wird da halt, ist halt ein Free-to-Play-Action-Spiel, hat halt ein bisschen Pay-Options, die tatsächlich hilfreich sind, auch das zu haben. Aber ja, erscheint für den PC im Herbst, ja. Wann auch immer, für Steam. Und kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich werde es wahrscheinlich im Steam nochmal spielen, auf dem PC, aber. Wollte ich gerade fragen, würdest du es nochmal spielen? Ich würde es wahrscheinlich nochmal spielen, ja. Ich bin aber sehr gespannt. Grundsätzliches Problem ist, dass ich wahrscheinlich arbeiten werde, weil, aber. Vielleicht bist du bis dann schon entlassen. ja, das war's. Also, ja, das war's. Mit Skandalen. Skandalen und Randalen. Ja, also jetzt bist du es mal gefragt. Was hast du in den letzten 10 Wochen erlebt? Wir möchten ganz, alles ganz wissen. Viel. Jedes Detail. Das war sehr, sehr schön. Das eine war ein Hippie-Festival. Da war Jens die letzten Jahre dabei. Dieses Jahr leider nicht. Man hat uns ja vermisst, aber es war trotzdem super cool. Man hat mich vermisst. Ja. Warum war denn Jens diese nicht dabei? Weil er ausgezogen ist? Weil er zu faul ist. Ja. Das ja, die Zeit immerhin, jetzt auch noch immerhin war ich in jeder Woche schon da. Also ich meine, ich habe Prioritäten gesetzt. Ja, ich habe hier Elektronikurlaub gemacht. Ich war halt eine Woche auf Hippie-Festival und dann noch 3 Tage auf so einem Underground Stoner Rock Festival hier in Österreich. Und es war beides super toll. Immer coole Umgebung, irgendwie so halb Natur, halb Zeltplatz. Super nette Leute und super Aktivitäten. Ich habe einen ganzen Tag Löffel geschnitzt tatsächlich. War mal eine schöne Abwechslung. Das war Jens hatte die Bilder gemacht, genau. Ich hab die Bilder gesehen, ja. Super lustig, mit 30 Grad im Schatten gefühlt. Da war einfach da konntest du Löffel schnitzen und dich hinhalten. So am Nachmittag oder so. Weil das super entspannt ist. Im Hintergrund schön Hippie-Musik. Ich will es eigentlich fast nicht sagen, weil ich nicht noch mehr Leute auf dem Festival haben wollen würde, weil das Festival so schon groß genug ist, aber es ist halt einfach. Bisher ja von allen Festivals, wo ich war, das Beste, weil du hast einfach so viele nette Leute auf dem Herzberg. Es freut sich halt einfach jeder irgendwie. Es freut sich jeder auf das Festival. Jeder hat Spaß. Alle voller Drogen sind. Bestimmt ein paar, ja. Bestimmt ein paar viele. Ich war dieses Jahr nicht da, also. Also wenn nicht, dass ich jemals Drogen machen würde, aber. Nein, aber das ist einfach wirklich immer jedes Jahr super schön. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Und auch die Leute sind immer toll. Also. Ja, dann muss wohl nächstes Jahr Jens wieder nach Deutschland kommen. Ich hoffe ja, dass ich die Möglichkeit habe, das zu tun. Das solltest du tun, ja. Und der zweite Punkt, wofür ich nicht da war, ich bin umgezogen, nicht viel weiter, aber die Wohnung hat noch 1-2 Macken. Zum einen, ich höre meine Mitbewohner durch die Wand einfach, ich höre jedes Wort. Und das ist einfach super nervig. Vor allem für Aufnahmen und sowas. Jetzt geht's gerade, weil meine zweite Mitbewohnerin nicht da ist und die jetzt nicht miteinander reden. Dadurch ist es natürlich ein bisschen leiser, aber ansonsten wäre das halt nicht aushaltbar und ich muss erst Dämmmaterial und so besorgen. Und dazu das kommt das. Kackwände? Ja, das hat eine Tür zwischen und die Tür ist halt wie ein Eierkarton, also es lässt alles durch. Aber das kann man bestimmt fixen. Tür. Und das zweite Problem ist, ich habe noch kein gutes Internet. Wir haben irgendwie 20 Mbit für 3 Leute und das ist ein bisschen knapp. Alter, ich das kommt aber morgen. Ich habe mit 3K gelebt für 3 Leute, also. Ja, stimmt, das gab es ja bei Jens die ganze am Anfang. Das ist bis letztes Jahr April war das Fall. Das sag ich doch. Habe ich schon wieder komplett verdrängt. Aber ab morgen gibt es 300 Mbit. Also. Ja, für 1 Gigabyte der so. Geht leider nicht, komm.
Gut. Was hast du erlebt, Jens? Nicht viel. Ich fange in 2 Wochen an zu arbeiten. Oder? Krass. Das ist Endlich tut jetzt mal was für die Gesellschaft. Was aber in dem Fall heißt, keine Streams mehr. Vielleicht keine Wochenschau mehr. Wer weiß. Warum keine Wochenschau mehr? Du arbeitest nicht am Sonntag. Ja, aber du weißt warum. Da habe ich dir schon mal erklärt, warum das immer noch kein Problem ist. Es geht ja prinzipiell um keine Ahnung. Haben da sowas angedeutet, dass sowas wahrscheinlich nicht so gern gesehen wird? Von daher muss ich mal abwarten, gucken, was passiert. Na gut, damit ist die Wochenschau vorbei, Leute. Das hat Jens gerade so bekannt gegeben. Die kommt jetzt nie wieder. Müsst ihr euch ja bei Jens bedanken. Auf seinen Twitter-Account, Barbara2Go, könnt ihr die ganze Zeit Hass-Mails schreiben. Hass-Beiträge schreiben. Müssen wir mal schauen, wie das mit NDAs und so weiter. Keine Ahnung warum, aber die sind da anscheinend sehr strikt. Und wie quackt es sich beim Frosch? Ja, ganz gut, ne? Ich bin jetzt 110 geworden mit meinem Mage. In World of Warcraft. Das heißt, ich bin jetzt auch bereit. Oh Gott, Montag auf Dienstag ist es, ne? Ja, Montag ist der 14. Genau, Montag auf Dienstag ab 0 Uhr. Auf einer Skala von 1 bis 10. 9. Okay. Also recht geheilt. Für die Horde oder für die Allianz? Ja, natürlich für die Horde oder für die Verlassenen, ja. Ich weiß halt noch nicht. Also ich habe mich voll wenig informiert über die Gebiete und über die Dungeons, deshalb weiß ich gar nicht, worauf ich mich eigentlich freue. Ich habe was ja bewusst ausgeblendet. Mal gucken, ich lasse mich überraschen, wie es wird. Ja, Hast du denn das Unterstadt-Event gespielt? Ja. Wie war das so? Ich finde das eigentlich ziemlich cool. So. Nur, ich glaube, als Taurenspieler wäre ich ein bisschen angepisst. Also ich finde, dass Bane richtig noch so wie so ein Kind drüber kommt. Ich finde, den kann man noch nicht richtig ernst nehmen. Also, das ist so schade, es gibt so wenig Tauren-Repräsentanten in dem Spiel. Ich kenne jetzt aus der Cinematic-Cutscene, da verstehe ich seine Reaktion. Ja, der ist unglücklich und so, und der ist irgendwie in letzter Zeit immer dabei. Aber du siehst, der ist immer in zweiter oder sogar in dritter Reihe, so. Und wenn er mal was sagt, dann ist das halt so eine kleine Bemerkung, wo er gerade merkt, okay, jetzt darf ich gerade kurz sprechen, und dann reden wieder die wichtigen Charaktere, so. Das ist das echt. Sagen wir alle noch, und am Ende ist der einfach Sylvanas so einen Baumstamm über den Kopf zieht. Ja, und wird dann eine neue Wotzi. Rums. Mal gucken, was ist das? Battle for Azeroth. Am 14. Ich freue mich auch schon. Hast du Kaffee? Der spielt WoW wieder. Ja. Ich habe es interessant, ich habe die Tage meinen Battle angemacht, aus Gründen, die ich gleich erklären will, und dann habe ich gesehen, dass Melf WoW spielt. Melf! Das ist ja eklat. Das ist echt sehr, sehr interessant. Sehr gespannt, ob er jemals mehr sehen wird als das Anfangsgebiet. Ja, warum habe ich mein Battle angemacht? Denn ich habe mein Battle angemacht, weil jetzt gestern ist die Open Beta zu Call of Duty Black Ops 4 gestartet am PC. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten, die darin resultiert haben, dass das Spiel mir regelmäßig komplett abgeschmiert ist, aus mir unerklärlichen Gründen, lief es danach echt sehr, sehr gut. Der PC-Port ist echt ganz gut gelungen. Das läuft bei mir technisch einwandfrei bei 60 FPS ohne größere Probleme oder sonstige Sachen. Und es macht tatsächlich Spaß, der Multiplayer-Part. Und das hatte ich schon sehr lange nicht mehr, dass mir ein Multiplayer-Part von Call of Duty Spaß gemacht hat, weil die letzten Call of Duty alle unfassbar schnell waren und einfach zu schnell waren für das, was das eigentlich bieten wollte, weil wer Call of Duty kennt, der weiß, dass man die höchste Präzision halt nur mit diesen Aim-Down-Zeit hat. Bei der hohen Geschwindigkeit ist das aber ein Problem mit der Reaktionsgeschwindigkeit, wenn man älter wird. Und da sind natürlich die ganzen 12-Jährigen doch ein deutliches Eckchen. Einfach schneller generell. Und da hat es aber nicht so wirklich viel Spaß gemacht. Jetzt ist das ein bisschen anders, das Gameplay ist langsamer, die Time to Kill, also die Zeit, um jemanden zu töten, ist höher und die Waffen fühlen sich auch einfach wuchtiger an und mehr tatsächlich wie Waffen und nicht mehr so wie komplett wie Software ganz, sondern tatsächlich, wenn ich ein Sturmgewehr oder eine Maschinenpistole in der Hand habe, fühlt die sich auch an, wie die entsprechende Waffengattung sie hat. Da hat es echt sehr viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, das war sehr spannend. Ich bin deshalb umso mehr gespannt auf den den Battle Royale Modus, der dann im September in der Open Beta gehen wahrscheinlich wird. Da bin ich ja sehr gespannt drauf, weil wenn das sich genauso gut spielt wie jetzt die Multiplayer Beta, könnte das vielleicht doch sehr interessant werden.
Hätte ich selbst nicht gedacht, aber hey, warum nicht? Vor allem der PC ist, aber leider läuft das natürlich jetzt alles über das Battle.net und auch nicht über Steam. Ich bin gespannt, was da noch alles in Zukunft alles ins Battle.net gepackt wird bei Blizzard. Bei Destiny hat man auch gesagt, ja gut, Destiny passt ja zu uns. Auch immer, oh, jetzt bei Call of Duty weiß ich nicht, was da die Ausrede ist, warum es jetzt ins Battle.net kommt, aber hey, so ist es halt. 5 Millionen oder so sind die Ausrede. Mal gucken, ob es tatsächlich, ob es im Battle.net besser läuft als in Steam, weil in Steam ist ja Call of Duty letztes Jahr im PC-Bereich sehr stark abgeschmiert, am Anfang ganz gut und dann doch sehr schnell in der Versenkung verschwunden, dass es kaum noch jemand gespielt hat. Mal gucken, ob es im Battle.net jetzt besser läuft. Zumindest der PC-Board zeigt jetzt in der Beta schon mal sehr gute Ansätze und das läuft auch eigentlich ganz gut. Aber es gibt noch technische Probleme. Ich meine, das Ding ist ja letztendlich wahrscheinlich dasselbe wie eben auch bei Bethesda. Man möchte halt seinen eigenen Store haben, um Geld zu verdienen. Ja. Ich sage nur, bei Destiny hat man noch gesagt, ja gut, Destiny passt, hat Blizzard ja damals gesagt, ja, Destiny passt zu uns, das ist so ein MMO und wir mögen auch alle hier bei Blizzard Destiny zu spielen und solche Sachen, deswegen haben wir es bei uns erlaubt. Jetzt ein Jahr später kommt schon das nächste Spiel mit Call of Duty, wahrscheinlich wird auch das nächste Call of Duty mit Battle.net erscheinen und solche Sachen. Wer weiß, was nicht noch in Zukunft alles über das Battle.net erscheint, was von Activision stammt. Ich denke mal, das wird jetzt so langsam, aber sicher tatsächlich der eigene Activision Store sein. Was sehr ungünstig für Steam an sich ist, wenn man immer mehr die großen Leute verliert, ne? Hilft ja auch wenig, aber na gut. Mal gucken. Ansonsten habe ich mir Doom installiert und das spiele ich jetzt aktuell. Also erst das Doom von vor 2-3 Jahren, also der Vorgänger von Doom Eternal, das spiele ich durch, weil ich das ja noch nie komplett durchgespielt habe, sondern immer nur so Stückchen und da kam irgendwas anderes, was mir in dem Moment halt wichtiger war. Und solche Sachen. Jetzt ist noch ein bisschen Zeit, weil jetzt im August noch nicht so viel rauskommt, dann gerne weiter mit Doom. Ach ja, und der Frosch und ich haben gekocht in Overcooked 2. Stimmt. Das ist auch ziemlich cool. Ist sehr langsam, aber hey. Stimmt gar nicht. Ich mach nur die wichtigen Sachen. Nee, aber es ist, also Overcooked 2 muss man ganz klar sagen, es ist halt Overcooked 1 mit neuen Leveln und Multiplayer-Modus online. Punkt. Das ist im großen Grunde ist einfach mehr Overcooked. Aber macht dann auch sehr viel Spaß. Es ist Chaos, aber es ist schönes Chaos. Ja. Ansonsten war's das. Dann war's. Jo. Das war's. Thomas. Dann danke fürs Zuhören. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Was? Jamas. Genau. Hat der jetzt Jamas gesagt? Hamas. Achso, ich habe Jamas verstanden. Dachte, was ist denn jetzt? Der sehr unterstützt die Hamas. Ja, und das jetzt. Okay, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Für die Horde.